Ist mein Textchat so wahllos benutzt? Das gefällt der Kira nie, dass da oben im Kissen liegt. Das geht nie. Kira braucht harte Flächen. So, und Lumi zieht sich jetzt, glaube ich, noch eine gemütlichere Hose an. Wird einfach in On-Stream, in der Facecam? Siehst du dich jetzt um? In der Facecam, richtig. Halt mein Arsch in die Kamera. Vor allem, Alter. Du hast ja wohl noch was an. Du, jetzt steigen auch die Zuschauerzahlen ganz schnell nach oben. Das hat doch schon ein paar Mal, dass das nicht funktioniert. Woher weiß denn der Ben, dass ich Unterwäsche trage, ha? Ja, hast du mir doch letztens berichtet und mit Bild belegt und alles. Hängt. Ja, ja. Damit es nicht hängt. Meine dreckige Unterwäsche. Nee, das war ziemlich saubere Unterwäsche. Ich ziehe mir jetzt eine andere Hose an. Ich bin gleich wieder bei euch. Ich habe euch jetzt eingeladen. Ihr seid alle da, gell? Alles gut. Und vor allem, jetzt sind wir halt instant bei so einem Thema, weißt du? Und das liegt an uns. Ich habe gesagt, ich ziehe mir eine andere Hose an. Aber du bist halt schon live und das klang dann so wie im Stream. Du hättest ja auch vorm Stream die Hose umziehen. Weißt du, wie oft ich das mache? Du guckst meinen Stream halt nicht regelmäßig. Ich ziehe mir regelmäßig von der Jeans, wechsle ich auf eine Jogginghose, weil es mir zu ungemütlich ist. Aber das sieht ja eh keiner. Ich gehe nämlich jetzt eins nach rechts. Neben meinen Bildschirm und neben die Kamera und dann sieht man das nicht mehr so gut. Das ist merkwürdig. Einfach so? Dass du dich da rechts hinstellst, ich will mich ja nicht nach rechts stellen, freiwillig. Ich gehe auch wahrscheinlich eher in ein anderes Zimmer, weil da nämlich meine Hose liegt so. Ich habe mich heute was verpennt. Ich habe mir heute einen Pullover angezogen, der unter anderem Grünanteile hat. Das sieht nicht ganz so perfekt aus mit der Facecam. Ich kann es mir lebhaft vorstellen, ja. Teile von Benny fehlen. Es grisselt halt ein bisschen auf dem Pullover. So, jetzt muss ich aber weg. Du kannst dich ja immer noch umziehen. So. Nee. Ich bin weg. Ich komme gleich wieder. Vielleicht bringe ich ein Bier mit. Keine Ahnung. Benni. Ich habe bei Ikea einen kleinen Großeinkauf gemacht. Ich habe Iridium-Erz gekriegt. Was? Du hast bei Ikea was gemacht? Einen kleinen Großeinkauf. Ach so, schon, du warst heute zu Ikea, ne? Was heißt ja. Ein Großeinkauf? Was hast du denn alles eingekauft? Drei Kallax-Regale. Einmal 2x2, einmal... 1x3 und 1x4. Komm, ist das Kind doch schon, ja? Nein. Und oh, da war mir jemand lange nicht mehr Eier abholen. Und dann noch einen neuen Schreibtisch, Benni. Einen neuen Schreibtisch? Ja, da hat links ein Schubladenelement von, also Alex heißt das ja. Ach so, und ich glaube, den habe ich tatsächlich auch. No, und dann eine Tischplatte? Ja. Und dann zwei Tischbeine. Ja, ich glaube, den habe ich auch. Und alles schön in schwarz-braun und hinten habe ich mir so eine LED-Leiste gezogen. Das sag ich ja, den habe ich auch. Und ich habe jetzt zwei Bildschirme. Also ich kann jetzt sogar, wenn ich streamen würde heute... Hast du doch schon und zwei Bildschirme gehabt? Du hast die noch nie aufgestellt. Ja, ne, weil es vom Platz her nie gereicht hat. Jetzt reicht's aber vom Platz. Düb. Oh, hier ist kein Platz. Tendrintius, braucht ihr überhaupt so viele Hühner? Wäre weniger Arbeit, sie einfach zu verkaufen. Weiß ich nicht, ich habe die Tiere sind tatsächlich eigentlich nicht mein Metier. Und wir haben tatsächlich zu viel Zeus. Wir haben viel zu viel Feld. Also deswegen, die sind nicht mein Metier, deswegen kümmere ich mich da nicht drum. Ich glaube, die Goldeier verkaufe ich jetzt mal. Oder haben wir sogar hier Iridium-Qualitätseier. Eieiei, das verkaufe ich auch mal. So, dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Iridium-Qualitätseier? Ja, mit dem Iridium, mit dem lila Stern halt. Höchste Stufe. Aber herzlich willkommen übrigens. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe keine Ahnung, ob wir das alles brauchen oder nicht brauchen. Nee, aber die ganze Installation, Benni, hat so ca. 200 Ocken mit Emma gekostet. Da war schon ziemlich viel Geld mit Emma los. Ja, aber das geht ja noch. Also ist ja und noch fast harmlos. Ich musste mit einem Auto zweimal fahren. Ja, aber du hast ja wenigstens ein Auto. Was denkst du, wie ich das gemacht habe, wenn ich kein Auto hatte? Ich muss mir das mal bei Ikea leihen, dafür die 10 Euro noch extra. Ja, oder liefern lassen für 25 Euro. Ja, aber dann nehme ich lieber 10 und fahre hin und her, glaube ich. Ja, gut. Nee, kostet ich dann nur Zeit. Ich habe erst mit die Tisch-Dingens geholt, hatte das auf dem Wagen dort drauf und dachte mir so, ob das in dein Kombi passt? Und dann habe ich das erstmal alles reingeladen. Und dachte ich so, zum Glück hast du dir die Regale nicht schon geholt, weil das hätte ich ziemlich doof dagestanden. Du kannst sie ja kurz einlagern lassen und später abholen. Ja, ich wollte es nie ausprobieren, weil ich dachte ja auch, Schulferien, da wird es ja ziemlich leer im Ikea sein. Nee, dumme Idee. Das ist eine dumme Idee. Und ein Haufen kleine Kinder und so da, oh, ich dachte, ey, ich will sterben. Wenn, übrigens, Sandiros, kannst du mir vielleicht helfen, wie kann man denn Tiere verkaufen? Weiß ich nämlich gar nicht. Ich bin wieder da, gell? Ist jemand Tiere verkaufen kann?
Ich habe das schon mal gemacht. Wir haben genug Eier verkaufen. Und wir können vielleicht mal ein paar Hühner verkaufen. Ich glaube, das lohnt sich finanziell nicht. Ist doch egal. Es wurde hier angemerkt, weil es weniger zu arbeiten ist. Aber es ist gar nicht viel zu arbeiten, weil wir dort alles automatisiert tatsächlich bis jetzt schon. Na eben. Wir müssen den Quatsch halt nur abholen, wenn wir mal reingehen. Oder mal knuddeln, theoretisch. Das habe ich gar nicht gemacht. Die Tiere knuddeln. Ja, jetzt bin ich extra runter in den geheimen Wald gegangen. Um? Ja, um Holz zu holen und hab die Axt vergessen, weil wir letztens die Canyons gemacht haben. Schickt. Achso, ich muss dem Zauber noch Iridiumbahnen bringen. Also, wenn ich heimkomme, ziehe ich normalerweise auch direkt die Jogginghose. Also die erste Handlung ist Jogginghose an und BH aus. Aber wenn ich streame, will man halt auch irgendwie so... Gut aussehen? Ja, nicht gut aussehen. Ist Harvey hat heute Geburtstag. Wer? Der Arzt. Der Arzt Harvey hat Geburtstag. Der mag weinen, glaube ich. Der ist aber... Wo ist denn der? Also... Nicht gut aussehen, aber halt zumindest nicht so aussehen, wie als ob man direkt aus dem Bett kommt und eigentlich total verwachst ist. Ein Geburtstagsgeschenk, das ist sehr nett von dir, ich liebe es. Weiß gar nicht, wie sehe ich denn wieder aus? Bin ich von einer halben Stunde erst wieder aufgestanden. Die Eier bringen mehr als die Hühner. Ich komme gerade aus dem Bett, Lumi, und ich habe da mit Jeans drin gepennt. Ja, du streamst gerade nicht, oder? Nö. Ich stream gerade nicht, aber ich habe jetzt Jogginghosen angezogen, weil... Ja, du bist aber auch witzig, gehst mit Jeans pennen und ziehst dir danach Jogginghosen an. Ja, ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde pennen gehen. Auf das Tier gehen, dann hast du rechts einen Button zum Verkaufen. Lohnt sich nicht. Ich habe eine neue Königin der Soße. Wenn das Tier noch keine 5 Herzen hat, Okay, dann muss ich dann noch dran denken, die Königin der Soßen zu machen. Ich wollte mal kurz gucken, habe ich hier meine Spitzhacke? Ich arbeite noch an dem Werkzeug Goldspitzhacke. Wird heute noch fertig werden. Okay, was? Fertig werden. Schmeißt du das Sushi weg? Schmeißt du uns kein Sushi weg? Ja, bitte nicht wegschmeißen, wenn dann verkaufen. Ja, eben. Hä? Was? Wie wegschmeißen? Also, nicht die Sushi verkaufen. Sushi essen. Nein, ich hab's nur in der Hand gerade. Der Joja-Markt ist tot. Lang lebe das Gemeinschaftszentrum. So, und jetzt gehe ich an den Müll ran. Da hält ja immer das zuletzt. Und morgen gibt's Markt, ne? Was ist morgen mit Markt? Was? Der Nachtmarkt ist morgen. Ah. Können wir da wieder Dingens abstauben? Ja, die Special Tintenwische. Tentakel. Hm, genau. Ach, der Nachtmarkt. Ich hab eine Sequenz. Da können wir das mit den Meerjungfrauen-Ding machen. Da gibt's wieder bestimmt eine Perle. Ich will okay, nicht. George. Atme einmal bitte tief für mich ein. Dreh dich um, bitte. George, ich muss ehrlich mit dir sein. Du solltest dein Leben ein wenig umkrempeln, wenn du gesund bleiben willst. Ich empfehle dir, deinen Natriumkonsum einzuschränken und deine Arme regelmäßig zu trainieren. Ich weiß selbst, was das Beste für mich ist. Für wen hältst du dich, mir hier irgendwelche Vorschriften zu machen? Ich bin dein Arzt, George. So ist es nun einmal. Und ich habe 8 Jahre studiert und gelernt, wie man Menschen hilft, gesund zu bleiben. Der Atem hat gerade ziemlich gut gepasst, oder? Ja. Tut mir leid, aber du solltest nicht hier sein. Diese Untersuchungen sind privat. Nicht so schnell. Ich hätte gerne eine zweite Meinung von diesem jungen Mann. Aha, seit wann bist du denn Arzt? Nun gut. Ben, was denkst du, was George tun soll? Bitte soll den Rat befolgen. Ärzten sollte man schon vertrauen. Bei mir läuft der Arzt gerade draußen rum. Danke, Ben. Siehst du, George, ich versuche nur, dir zu helfen. Oh. In Ordnung. Ich werde auf dich hören. Lumi. Danke für deine Hilfe, Ben. Ich weiß das zu schätzen. Der spielt mit bei Zurück in die Zukunft, der Arzt. Deswegen kann er hier und dort sein. Ach du meine Güte, sieht wundervoll aus. Das ist sehr lieb von dir. Oh, George mag nichts zu essen, ne? Dem darf ich das nicht schenken. Sag mal, aber du magst auch so eine rote Schleife, wenn du Star Wars joggst. Ich würde das mögen. Moment. Eingelegte. Maro mag keine eingelegten Kartoffeln. Warum mag man eingelegte Kartoffeln nicht? Kacke ist. Keine Ahnung, wer mag denn eingelegte Kartoffeln? Ey, ich stelle mir das übelst lecker vor. Kriegst du am nächsten Geburtstag eingelegte Kartoffeln? Lege mal Kartoffeln so ein, wie man saure Gurken einlegt. Ich fände das bestimmt lecker. Bin ich mir ziemlich sicher. Ben, du kriegst das von mir zu Ostern.
Ist mir vollkommen egal, wenn das so eingelegt kriegt, ich krieg's nämlich nicht hin. Ich habe keine Ahnung, wie das macht. Das ist echt nicht schwer, du kochst die Kartoffeln und kochst dann so ein Einlegzeug auf und dann kochst du das alles da ein und dann hält das irgendwie. Klingt voll, als wüsstest du genau, was du tust. Also eingelegte Sachen habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, eingekocht habe ich schon sehr viel. Oh. Ich glaube nicht, man kocht das nicht auf, was man da einlegt, wenn man Essig also normalerweise nicht kocht. Und das ja Großteil gut. Essig ist. Ich probier's mal. Gibt's es zum Geburtstag? Nee, zu was hab ich gesagt? Ostern. Okay. Ich wollte gerade sagen, Geburtstag ist jetzt das Letzte, was von den irgendwie Festen kommt. Von den irgendwie Festen? Ja, von den vom nächsten Jahr. Ein bisschen Cosplay von einem Stardew Valley Avatar. Eigentlich habe ich ja blaue Haare, bloß aktuell halt nicht. Aber ich habe nicht so eine Minimaus-Schleife. Musst du dir noch eine besorgen? Ich könnte eine normale rote anbieten, warte mal. Bin gleich wieder bei. Muss mal was ausprobieren. Ja, Lumi rennt heute hin und her. Das ist mein Schlafvoll. Vera, was machst du da? Heute gibt's keine versauten Sachen, heute ist Lumi nur einfach nicht da. Heute ist AFK-Stream. Schaltet schnell weg. Nee. Könnt ihr Multitwitch anmachen, dass ihr mich zumindest angeln. Wie ich einen Tintenfisch angel. Braucht nicht jemand einen Tintenfische? Keine Ahnung, Benni. Ich dachte, irgendwann wollte noch Tintenfische haben für irgendwas. Ich glaube, Lumi hat noch eine Quest mit Tintenfischen. Oh, noch ein, guck mal. Selbe Shane, die beiden Kiddos, Maru und Sepp mögen auch alle kein eingelegtes Zeug. George, kannst du das sogar schenken? George, habe ich das gerade geschenkt? Tatsächlich, fällt mir auf. Nee, doch. George ist der Arzt gewesen. Ach nee, George war nicht der Arzt. George. Stimmt, George war der alte Mann. Haben wir ja gerade drüber geredet. Okay, George kann ich das schenken. Okay. Ich wollte einfach nur mal unsere Sachen verteilen, die wir halt hergestellt haben. Warum nicht verschenken? Ich blockiere da noch sogar noch was. Uäh. Gut. Harvey war der Arzt, ja genau. Der Arzt ist Harvey, der liebt das Zeug. Okay, ich habe mir gerade geschenkt, das ging, war glaube ich ganz gut. Würde ich vermuten. Aber jetzt hatte ich gerade eine Freundschaftssequenz mit George. Meine Güte. Lumi, deine Lautstärke beim Zurückkommen ist phänomenal. Ernsthaft? Ja. Das war nur ungefähr 10 Sekunden vorher, dass du wiederkommst. Wow, das ist seltsam. Ich habe eigentlich auch ein Dings drin, ein Noise Gate und sowas. Er war trotzdem relativ laut tatsächlich. Okay, das ist schräg. Wundert mich. Okay, nimm dich, zieht man den Schlauch. Vor allem hast du kein Noise Gate auf deinem Discord. Irgendwas mit Handy. Ja, das erklärt's natürlich. So, mal gucken. Ach, siehst du, Leute, ich muss da nochmal ganz kurz AFK gehen. Dann geh ich schon mal schlafen. Na, ja, weil mein Opa heute Geburtstag hat und ich muss ihn noch anrufen. Ach, alles gut. Das war eine Freundschaftssequenz von Harvey, nicht von George. Ach, schade. So, bis ja, gleich. Ich bin schon nicht im Bett. Ach, naja, ich muss noch warten, bis er wieder. Mach mal, ich bin auf dem Weg ins Bettchen. Wie viel Uhr haben wir denn? 0:30 Uhr. Was? Ja. Achso, weil ich rausgetappt habe. Scheiße. Ich habe gerade in meinem Ding geguckt. Wenn du in deinem Haus bist? In deinem Stream, nein. Oder was? In der Vorschau? Also nee, nicht in meinem Stream direkt, sondern halt ja in OBS halt. Da habe ich geguckt, aber da geht's ja nicht weiter. Weil ich ja außerhalb des... Siehst du, jetzt komme ich sogar noch vor dir ins Bett. Wo warst du überhaupt? Was bin sie ans Headset? Ja, ich wollte es irgendwie, ich muss mal gucken. Ich wollte sie eigentlich so ein bisschen die Haare machen. Warst du in der Wüste? Nee, ich war unten in der Mine. Ben? Ja? Was machst du da? Schlafen? Das sag ich deiner Frau. Mach mal, nee, die ist damit fein. Oh, Benni geht fremd. Nee, ich würde sagen, Ben, nix Dreier, ne? Wenn kommt, was ist denn jetzt mit der Schleife kaputt? Eben war die doch noch ganz. Oh, das hat er viel Geld gegeben, die Milch und die Eier. Achso. Es war ordentlich. Klick, klick. Tut mir leid, jetzt ist die Schleife kaputt. Was habe ich denn da jetzt kaputt gemacht? Lumi, kaum nimmst du was in die Hand, ist es kaputt. War eine schöne Nacht, Lumi. Bis auf bald. Tschüss. Kann doch nicht sein. Oh, jetzt habe ich direkt einen Brief. Hi, wie geht's dir? Ich hoffe, dir gefällt das beigelegte Geschenk. Tschüss, Emily. Okay, ich habe hier Stoff gekriegt. Ich probier's jetzt mal.
Emily, schick mir Stoff. Jetzt habe ich wieder den blöden rostigen Sporn hier gefunden. Muss doch irgendwie so, muss es doch gehen. Lumi, brauchst du eigentlich noch Tintenfische? Nö, gerade nicht. Hattest du nicht eine Quest damit? Schon, weiß ich gar nicht, muss ich mal gucken. Ich glaube, ich hatte schon einen abgegeben. Auf jeden Fall nochmal Tintenfische gefangen. Sogar hier Goldstern-Tintenfische. Ganz entspannt. Was hört man denn lautes, wenn ich hier reinkomme? Du hast irgendwas Papiermäßiges irgendwo hingetan, das hat man sehr laut gehört. Oh, okay. Glaube ich. Sieht aber nicht aus wie eine Schleife, man erkennt das nicht. Vielleicht doch nach oben. Wie ist denn die Haare wuschig? Alt. Achso, ich wollte noch was machen, genau. Haha, Moment, das hier, das muss ein bisschen mehr dahin. So. Suchen Sie es noch einmal hier oben und wenn es dann nicht geht, dann lasse ich es heute. So wie Emily abgeht, schleifen. Könntest du vielleicht sogar was von ihrem Stoff abhaben. Ich komme vor mich ständig auf LSD. Ach Quatsch, ich doch nicht auf LSD. Das ist so. Eine. Ganz liebe. Oh. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mich das hübscher oder hässlicher macht, was ich hier gerade veranstalte. Aber hey, alles für den Stream, alles für den Club. So ist gut. Na gut, okay. Om, om, om. Erstmal alle Tiere anpatschen hier. Machst du jetzt die Tiere? Soll ich nicht die Tiere machen? Haben wir das nicht getauscht letztens? Ich dachte ab Frühling. So ist okay, oder? So ist schick. Nun, Nani hat keine Milch. Lotterbell hat auch. Im Winter haben die keine Milch, kann das sein? Die haben gar keine Milch. Hier oben haben wir doch dieses Ding, was hier Milch einsammelt. Okay. Das habe ich noch nie gesehen gehabt. Kein Kommentar von Xan. Okay, also ich finde mich hübsch. Ich weiß nicht, was ihr habt. Alles gut. Sag mal, hast du heute übrigens direkt den Multi-Twitch-Link reingeschmissen? Kann das sein? Wie lautet denn der noch gleich? Also nein. Magst du mir nochmal schicken? Weil mir ist schon jemand auf Multi-Twitch direkt gewesen, deswegen habe ich mich gewundert. Du hast den Promotest den ja immer, ich vergesse es. Ich habe den noch gar nicht promotet gehabt und da war Xandrin. Okay, der Xan hat schon gemacht. Genau, Xan war schon direkt im Multi-Twitch, deswegen. Der Xan ist so ein Mensch, der merkt sich so Sachen. Merken? Bäh! Sie wäre ja Arbeit. Ich glaube, das passiert bei ihm ganz natürlich, er achtet da gar nicht so krass drauf. So. Ich könnte Käse mal verkaufen. Warum ist Käse eigentlich Handwerksware? So, jetzt müsst ihr aber jedem hier erzählen, der in den Stream reinkommt, warum ich so ein blödes Schleifchen immer hab, ne? Dass das nicht meine Idee war. Doch offensichtlich, weil dein Charakter das auch hat. Ist das so? Ja. Okay, das ist eine Welly mit Cosplay. Üb. Oh Gott, ey. Nein, ich will die Milch nicht trinken. Ich will die wieder einlagern. So. Ey, wie jemand die Sachen leer gemacht und nicht nachgefüllt. Das finde ich immer ein bisschen doof. Ja, du bist gesprächsgemacht. Oh, Xan, als ich gestern bin ich beim Hansi in den Stream gekommen. Und das erste, was ich gelesen habe dort im Chat, noch bevor ich Hallo gesagt habe, war: Lumi, da ist eine Frau. Das ist seltsam zum Thema Gesprächsthema, wenn man nicht mal in dem Stream gerade Hallo gesagt hat und schon reden Leute darüber, ob man eine Frau ist oder nicht. Vielleicht hat er die Anzeige bekommen, dass ein Freund jetzt zuschaut, wenn du jemand auf Twitch befreundet seid. Nee, die haben sich tatsächlich darüber unterhalten, dass Hansi hat irgendwie ein bisschen vor sich hingesungen und dann hieß es irgendwie, er lockt Frauen mit seinem Gesang an und dann hieß es, eine andere sei ja gar nicht da und dann hieß es, ja, aber Lumi, da ist ja immer da und die ist ja eine Frau und da kam ich halt gerade passend online rein. So. Du kommst also, wenn man singt. Krass. Offensichtlich komme ich, wenn man singt. Reicht doch, wenn das Niveau singt? Nein. Verdammt, da wäre ich gut drin. Weil das, wenn das Niveau singt, wird das anders geschrieben, als wenn ein Mann singt. Aber das klingt gleich. Na, singen und sinken. Das ist schon noch ein Unterschied. Ja, wir sind in Sachsen, bei uns klingt das gleich. Na gut, ich bin Bade, bei mir klingt es eigentlich auch gleich. Aber offiziell weiß ich, dass es nicht gleich klingt. Falsch. Gartenfänger von Dota oder so ähnlich, okay. Ja, mit Dota kann ich nicht helfen. Ne, bist du der Rattenfänger von LOL? Tatsächlich habe ich in der letzten Woche genau einmal LOL gespielt, ja. Und das war auch nur wegen dem Stream. Ich hab's gesehen. Hab aber, glaube ich, gerade Hansi geguckt, deswegen bin ich nicht bei dir rein. Okay. Dreimal Thunfisch. Ich habe wieder nicht mehr in meinen Fernseher geguckt. Ich muss mir wieder angewöhnen, mehr in meinen Fernseher reinzulunzen.
Und scheinbar waren heute alle verwirrt, dass ich heute früher gestreamt habe. Jetzt sind ein paar Leute da und vorhin habe ich tatsächlich eine komplette Runde Dota gespielt, ohne Zuschauer. Tja. Ich habe eine Goldspitzhacke. Seltsam. Das kenne ich gar nicht mehr. Du erhältst die Goldspitzhacke. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Wollen wir eigentlich nachher noch mal in die Mine? Ich dachte, das machen wir heute noch mal, ja. Sehr cool. Freue ich mich. Hoppa, hoppa, ich Reiter. Ich sammle schon mal Steine. Wenn da fällt, dann... Achso, stimmt, wir brauchen Steine. Also deswegen muss ich wahrscheinlich erstmal in die normale Mine ein bisschen Steine knüppeln. Ja, also ich mache schon ein bisschen. Hoppa, 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 Reiter. Ich gehe mal in die normale Mine noch rein. Okay, 3-4 Stunden. Warte mal, wofür steht EU? Europa? Ich habe gesehen, dass du irgendwas mit Europe spielst. Ich habe mich jetzt für die Alpha angemeldet von, oh Gott, wie heißt's? Jetzt bin ich gespannt. Das eine Battle Royale, was mit Magie ist. Bell Dingensbummens? Bellbreaker oder sowas? Bellbreak. Ja. Okay, warum? Ach, weil ich hab's heute bei Chillax gesehen und ich fand's eigentlich irgendwie cool. Oh Gott, ich würde es gerne mal probieren. Nur den Verdacht, dass es ein bisschen spät kommt, das Battle Royale. Ich finde es also halt ganz cool, dass es mal nochmal ein bisschen was anderes ist. Also mal kein Shooter. Da gebe ich dir nicht recht. Kein Shooter, aber. Da gebe ich dir recht, dass das Thema interessant ist, aber ich denke trotzdem, dass gerade jetzt mit dem Apex-Hype viele nicht nochmal umsteigen werden. Meinst du? Ja. Also mein Spellbreak ist ja noch nicht draußen. Noch ist es ja in der Alpha. Ja, ich denke trotzdem, dass nicht viele da nochmal umsteigen tatsächlich. Entweder weil sie sich jetzt auf Apex und oder Fortnite quasi festgeschossen haben, weil wirklich viele auch, die vorher keinen Battle Royale mochten, Apex probiert haben und da das dann doch mochten. Und deswegen denke ich, werden die nicht nur umsteigen. Ich glaube, Apex ist mehr Eintagsfliege. Denkst du? Ich glaube schon. Ich glaube, das werden Spiele Leute spielen, die eigentlich nicht so wirklich Battle Royale-mäßig sind. Die eingefleischten Fans bleiben bei ihrem Fortnite und bei ihrem PUBG. Aber auch viele Fortnite also Semi-Profis sozusagen, die halt tagtäglich Fortnite streamen, sind gewechselt, weil es besser ist und wollen nicht zurück. Meinst du? Echt? Tatsächlich, ja. Okay, das ist krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Es hat ja auch innerhalb der letzten 2 Wochen permanent mehr Zuschauer als Fortnite. Ja gut, das ist dann vielleicht eher ein Grund, als dass man es tatsächlich besser findet. Also. Der hat's aber geleckt. Ja auch genug Leute, also vielleicht habe ich es auch schon mitbekommen, dass Leute überlegen, mit HOTS aufzuhören und LOL oder Dota oder irgendwie sowas zu machen, weil das halt mehr Viewer bringt. Der Nachtmarkt ist offen. Achso, stimmt. Müssen wir noch hin, ne? Ja, werde ich wahrscheinlich gleich noch machen. Ja, ich auch. Oh, ich habe noch ein paar Geoden hier. Also ich würde es mir jedenfalls mal angucken. Und noch eine geheime Notiz gefunden. Ich hab, glaube ich, mittlerweile alle. Jemand wartet auf dich auf Ebene 100 in der Schädelhöhle. Jetzt habe ich die auch. Aha, siehst du mal. Ja. Kann das denn immer, das ist eine geheime Notiz, die man nur in der normalen Mine finden kann oder sowas? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich meine hatte. Nee, also ich werde es mir mal angucken. Ich habe irgendwie Bock auf das Spiel und vielleicht streame ich es auch. Das weiß ich aber noch gar nicht. Das war jetzt eigentlich mehr so eine. Kommt doch an, wie gut die Performance ist, ne? So ein bisschen. Also, wie gut es optimiert ist, meine ich, wenn das halt schon ohne Stream anfängt zu ruckeln und nicht so richtig rund läuft. Ich hab's ja, wie gesagt, heute in einem Stream gesehen. Schon flüssig und alles. Und welche Maschine hatte der? Hatte der irgendeine Höllenmaschine oder einen normalen Rechner? Oder sogar einen Streaming-Rechner? Weil dann ist es noch was ganz anderes. Wenn du mit Capture Card einen Streaming-Rechner spielst, was ist das denn? Aua, das macht ja aua. Keine Ahnung, also, ich weiß nicht, was. Ich hab mir nicht seine PC-Einstellungen angeguckt. Blah Essence. Warte mal, Nachtmarkt ist hier unten. Ich bin jetzt schon auf dem Nachtmarkt, gell? Also, der ist ja frei zugänglich. Oh. Ich wünschte, ich wäre alt genug, um die Meerjungfrau-Show zu sehen. Oh, sollten wir da nochmal hingehen? Da kann man irgendwas abgreifen, gell? Ja, da können wir wieder. Können wir da was abgreifen? Können wir das nochmal machen? Die Gemälde vom Nachtmarkt in Jahr 2, toll. Gibt's da andere, echt? Wahrscheinlich. Oh, Felix ist schon hier. Aber Felix redet aber auch nicht mehr mit uns. Nee, irgendwie nicht. Felix hat sich Der hat ja gesagt, er ist mit dem Opa telefonieren. Hm. Warum redet er dann auf dem Nachtmarkt rum? Guck mal, wahrscheinlich, weil er mit dem Opa telefoniert und währenddessen BASD drücken kann. Die Gemälde, da ist das nur eins. So schön finde ich das jetzt nicht. Das vom ersten mochte ich mehr. Was muss man da noch gleich drücken? Oh, hups, falsch gedrückt. Muss die Notiz gucken. Ja, Maßsammlung. Ach, verdammt.
Der war ganz unten am Dingens, ne? Am Kai. Wir haben auch noch nicht alle Schätze und Kram von denen, ne? Meerjungfrauen. 1, 5, 4, 2, 3. Kannst du dir das merken? Soll ich es mal aufschreiben? Schätze mir mal auf. Kannst du reingucken, wenn du dann dort gefragt wirst. Echt? Ja. Schreib es trotzdem auf, dann muss ich nicht reingucken. 2, 3. 1. Oh, danke schön, Xan. Das macht es noch einfacher. Oh, wir konnten uns hier Mayonnaise, Kugelfisch, Batterie, Knoblauch. In Iridium kann man. Höhlen, Karotte, Harz, Tulpe, Lauch, Tulpe. Hauspflanze, wow. Du, warum ist denn da jetzt ein Dings? Ich denke, da war. Ach nee, die sind da unten. Okay. Dem kann ich nicht reden, Felix, mit dem redet. Wow. Toll, Felix. Ich habe morgen einen Arzttermin. Vielleicht beruhigt die Meerjungfrauen schon meine Nerven. Aber was, wenn sie meinen, ich starre sie an? Hast du jetzt eine Meerjungfrauen-Show? Jo. Ich habe mein Pferd ungünstig abgestellt. Was kaufst denn du hier? Großer grüner Stock, grüne Stöcke, gemischte Stöcke. Ich brauche ein Feuerzeug. Deko, Saisonpflanzen. Du brauchst ein Feuerzeug, willst du jetzt rauchen oder was? Nein, bei der Musik mitmachen. Bei schöner Musik macht man ein Feuerzeug an. Warst du nie auf einem Konzert? Aber nie bei einer Schlafmusik. Hi, Felix. Hi. Ich finde, sie singt sehr schön. Pastinakensaat können wir hier kaufen. Oh ja, Pastinaken könnte man auch brauchen. Gebe euch gleich Pastinaken. Ein Hühnchen. Ich werde in seinem ganzen Leben niemals Pastinaken probieren, einfach wegen uns. Benni, ein Hühnchenhut gibt's. Ich bin ja. Angeln. Ich bin Tiefseeangeln. Geht weg. Benni, da gab's mal so eine Verarsche, so eine Werbeverarsche, wo die Frau immer hier auf so ein Thermometer pisst, um zu gucken, ob die Regel gut ist bei YouTube. Und da hat dann immer der Mann so gesagt: Ich geh angeln. Ich hab doch noch ein Bild von einer Meerjungfrau gekauft. Meinst du das, was bei mir im Schlafzimmer hängt? Okay, warte mal. Eins. Oh, jetzt hab ich zweimal eins. Tiefseeangeln. Scheiße. Ja, ja. Tiefseeangeln. Guck mal, ob es noch eine Perle gibt. Ach, die, stimmt, die Perle gab's bei mir. Ich hab versehen zweimal eins gedrückt. Perle gab's, das stimmt. Ich hab's sogar, ich hab jedenfalls jetzt keine mehr gekriegt. Hast du morgen noch eine Chance? Ist ja zwei oder drei Tage lang offen. Mhm. Ihr Harz kostet da 900. Die spinnt doch, die Frau. Es wird spät. Mm. Toll. Ich muss jetzt noch warten, bis der Meerjungfrauengesang fertig ist, oder was? Du kannst hier auch noch so ein Totem kaufen. Dann. Hey, das hab ich denn? Ich hab einen Blobfisch geangelt. Holy shit. Es gibt laut Wiki nur eine Perle pro Spieler und pro Server. Soll sich mal beeilen? Wenn, sonst kommst du wieder mal auftauchen. Ich glaube, da gibt's auch noch ein Totem, was du kaufen kannst, Not. Ja, könnt ihr mal Platz machen, danke. Ja, es gibt da einen Totem-Typi, der mich, glaube ich, auf den Hirnhof zurück teleportiert. Ich glaube, oh. Aber ich habe, wenn ihr nicht mein Pferd genommen habt, ich mein Pferd da. Ich bin der Hämer. Dann ist ja alles safe. Dein Pferd klauen, niemand klaut dein Pferd. Du hast mein Pferd geklaut, danke schön, Lumi. Ich habe das Totem genommen. Was denn? Wir nacken Ben gekonnt aus. Wir haben genug Geld. Huch, wie hast du das gemacht? Ja, mit dem Totem. Doch, mit einem Totem. Wenn mir mein Pferd geklaut wird, gehe ich wieder zu meiner Frau knuddeln. Mit einem Toten hat es der Benni geschafft. Ich hätte einen kostenlosen Kaffee mitnehmen können. Das habe ich sogar gemacht. Das ist zu spät, ich habe keinen mitgenommen. Am Ende vom Nachtmarkt hat Marc hier wieder Geburtstag. Ja, doch, Geburtstag, genau. Was ist der Marc? Der Magier hat Geburtstag. Das ist nicht knuffig. Und es wird zu hell, wenn ich da endlich mal einen Mann ehelichen. Ach ja, gut, das mit Sebastian, aber letztes Mal war schon sehr, sehr romantisch. Aber ich würde ihm eigentlich gerne so einen richtig schönen Ehering machen, aber ich habe keine von diesen Regenbogenschaden. Schaden? Scherben. Ich glaube, Scherben. Regenbogenschaden hast du schon. Oh shit, jetzt habe ich meine Schleife abgerissen. Och, Menno. Hast du eine Schleife abgerissen? Ich habe vergessen, dass ich die Schleife im Haar habe. Warte mal. Das tötet dich nicht, nein, du nimmst mich nicht, wenn du umräumst. Ich glaube, ich werde aber selber nochmal umräumen. So, diesmal denke ich aber hier dran, mal hier reinzugucken. Toll, Wetterbericht. Jetzt geht's nicht mehr rein. Wartet morgen ein paar Zentimeter Schnee, okay. Hält sich. Wahrsager.
heute sehr glücklich. Ich habe dieses Ding irgendwo in dem einem Schrank gefunden, dachte, du könntest etwas damit anfangen. Pam, da ist als Bild ein offenes Bierglas. Na, vielen Dank. Passt ja, zu dir. Hat halt ein Bier im Schrank gefunden und hat an dich gedacht. Hat sie gedacht, okay, schicke ich ihm. Das ist schon total schal. Also entschuldige mal, Felix, man kann dir schlechtere Sachen schenken, die weniger gut zu dir passen. Ja, gut. Lass ich so mal stehen. Ja. Hallo, liebe Missy. Missy. Guten, wunderschönen guten Missing Abend. Missing in Action? Nein, Missanthrop. Die Missy. Ich finde Missing in Action besser. Ja, Benny, mein Hütchenhut. sieht er nicht gut aus? Zoff. Was wird hier gedacht? Gemacht? Was? Verrafft? Was? Genau das. Dankeschön. Moment mal, warum ist denn hier die Kohle verschwunden? Ich die gerade alle hab. Achso. Also ihr müsst euch, wenn ihr ein gescheites Schleifchen wollt für Stardew Valley, schreibt ihr jetzt mal alle. Chris and the Cat eine Nachricht für mein Ostergeschenk. Lumi braucht eine Schleife. Warum sollen wir die wollen? Habt ihr Perlen noch aufgehoben? Warum nicht? Weil man die vielleicht irgendwann mal brauchen könnte. Nur einmal im Leben, man verschickt. Und weil es unsere Perlen sind. Wir können mit unseren Perlen machen, was immer wir wollen, Es gibt für die Perlen kein Pfand. Ist mir egal, aber vielleicht will man sie einfach haben, weil man sie hat. Wir haben einen Haufen Geoden wieder. Können wir die Iridium-Spitzhacke noch holen, während wir hier eh noch Vorbereitung machen? Ja, dann hol dir. Ich hab zwar auch noch keine, aber hol sie dir ruhig. Wollt mir zwar eigentlich noch eine Schleife machen, aber. Was wolltest du machen? Ja, eigentlich den Ring. Für bessere Angriffsstärke und so. Mal. Aber mach ruhig die Hacke. Was denn nur, Hacke oder Ring? Mach die Hacke. Hacke, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Ich kann mir deine auch ausleihen. Kaufen wir jetzt einfach eine andere Kuchen. Lumi, was zum Einsammeln? Und dann wird's einfacher. Was, Lumi? Ist mein Indiana Jones? Wir haben noch Hüte. Wir haben natürlich noch andere Kopfbedeckungen da. Ich habe auch noch einen Hut hier. Ich könnte auch einen Cowboy-Hut tragen beim Stream. Dann muss ich dir meine Kopfbedeckung von meinem Charakter geben. Dann passt das zusammen. Soll ich jetzt ernsthaft nochmal aufstehen und mir einen Cowboy-Hut holen? Wenn du mal, wenn ich. Ich kann einen Fasching-Stream machen. Dann muss ich dir wieder von meinem Charakter das Ding geben. Dann passt es wieder. Ich habe jetzt aber keinen Cowboy-Hut. Ich hatte doch selber auch einen Cowboy-Hut, oder? Oder nicht? Du stellst Fragen. Das wissen wir doch nicht. So. Jetzt wird's geklöppelt. Ach, Benny, ich wollte gerade die Geoden negativ wegbringen. Kein Cowboy-Hut. Nee, Geoden wegbringen ist jetzt nicht mehr. Aber ich bin in dem Moment, wo ich draufgeklickt habe, auch gedacht, ich hätte die Geoden vorher machen können. Hätte Fahrradkette. Gut mitgedacht. Ja. Ich bin nicht anders gewohnt von euch. Mitdenken. Von euch? Warum bin ich jetzt mit schuld? Ich bin quasi im Dauerschlaf aktuell. Ich klaue jetzt alles aus deinem Kühlschrank, Lumi. Männer sind Kollektivschuld. Lässt du meinen Kühlschrank in Frieden? Oh, nee, im Kühlschrank ist doch gar nichts drin, oder? Was hat Lumi drin? 42 Auberginen. Um Auberginen-Parmesan für uns zu machen. Ja, natürlich für Auberginen-Parmesan. Vorgekühlte Dildos. Oh, wertvolles Iridium. Das hast du gut gemacht. Was hast denn du für Freunde? Du hast meine Dankbarkeit. Jetzt geht. Kramt sich deine Freundin Auberginen rein? Was ist denn alles kaputt? Aber die Aubergine ist doch bei WhatsApp das Symbol für Penis. Dass sowas weiß Lumi nicht, weil sie kein WhatsApp benutzt. WhatsApp nutzt, ja, ich weiß. Und Internet kennt sie auch nicht, da hat sie keine Ahnung, was das ist. Aber die Auberginen gibt's auch bei nicht-WhatsApp. Ist auch ganz normal. Ich habe aber noch nie eine Aubergine benutzt als Dildo-Ersatz. Also bitte. Es geht nicht um Dildo an der Stelle eigentlich. Geht um Penis, aber. Ernsthaft? Ja. Warum denn eine Aubergine? Eine Zucchini wäre viel sinnvoller. Ja, weil. Weil Zucchini gibt's nicht. Gibt. Nee, Penis-Smilies. Penis-Smilies. Ja, Alter. Penis-Smilies. Also, wenn ich jetzt in Zukunft eine Aubergine auf irgendeine Messenger von jemandem geschickt bekomme, dann ist das ein Angebot, dass ich mit dem Vögel. Das ist quasi ein Dickpick in Emoji-Form. Genau. Oh, nice. Wieder was gelernt heute. Ach, Lumi, du hängst ewig hinterher. Frag mal deinen Jüngling, ob der das weiß. Du meinst meinen Checker? Ja, dein Checker. Ich frag meinen Checker garantiert nicht, ob er weiß, wofür eine Aubergine bei WhatsApp steht. Schick ihm einfach eine Aubergine bei WhatsApp. Ich 14-Jährige nicht, wenn und dann, die dann, haben. Und dann sagt er so, willst du einen Dickpick? Schlimmstenfalls fragt er mich, nein, was ist es denn? Und dann hocke ich da.
bin wohl in der rechten Zeit ins Stream gekommen, bekomme ich ein bisschen Kontext. Da gibt es keinen Kontext. Wir reden einfach darüber, was eine Aubergine bedeutet und dass Lumi 42 Auberginen im Kühlschrank hat. Also mehr Kontext ist da nicht. Ja, Xan, Felix vorhin vermutlich Kürbisse oder so. Das erinnert mich an einen Porno, da hat ein Mann... Ich will's nicht wissen! Wenn du bei Kürbissen dran erinnert wirst, will ich's nicht wissen. Danke, dass du zuerst gesagt hast, dass du es nicht wissen willst. Ich will es nämlich auch nicht wissen. Also ist jetzt irgendeiner gehört? Nee, ne? Nein, ich war laut genug. Nicht, wir wollen es ja auch alle nicht wissen. Ach komm, schlimmer als Two Girls, One Cup ist es nie. Das habe ich mir auch nicht angeguckt, weil das übel eklig klingt schon. Auch wenn das Schokoladeneis ist. Ich hatte tagelang Albträume davon. Du hast Albträume davon, dann hat sich das Internet nicht genug abgehärtet. Man muss auch nicht abgehärtet sein von sowas. Also. Wenn ihr durcheinander redet, verstehe ich nichts. Man muss sich doch nicht abhärten wegen sowas. So abhärten, ja. Ich es gab mal eine Zeit, da habe ich Pizza gegessen und nebenbei die NSFL-Inhalte von Programm angeguckt. Ja, du machst sowieso viel Scheiß in deinem Leben, aber das mussten wir doch nicht auch machen. Doch? Nee. Ist ein Porno, Xan. Und du willst dir nicht wissen, was in diesem Porno passiert. Du musst einfach googeln, die müssen... Genau, google ihn einfach, du findest ihn bestimmt und dann weißt du ganz genau, was da passiert. Und dann weißt du, warum wir gesagt haben, wir wollen es nicht. Lies dir lieber eine Beschreibung. Oh, ich hab eine Sequenz mit dem Magier. Ich werde es auf jeden Fall nie erklären, weil ich möchte, dass Lumi und Ben bei Best... Oh, Ben, ich habe auf dich gewartet. Habe ich dir jemals erzählt, dass ich mal verheiratet war? Komisch, ich weiß. Für einen Mann wie mich. Aber es ist die Wahrheit. Meine Ehefrau und ich waren für viele Jahre zusammen, bis ich einen Fehler gemacht habe und sie mich verließ. Ihre Wut und Missgunst waren so stark, dass sie grün anlief und begann durch die Landschaft zu fliegen und alles und jeden zu verfluchen. Als ich davon erfuhr, versiegelte ich die Passage zu ihrem Zuhause, weil ich befürchtete, dass unschuldige Stadtbewohner ihrer schwarzen Magie verfallen könnten. Aber jetzt musste Durchgang geöffnet werden. Als wir uns trennten, stahl sie meine magische Tinte. Ich muss diese magische Tinte zurückhaben. Ich würde es selbst erledigen, aber ich kann sie nicht wiedersehen. Darum benötige ich deine Hilfe. Ich muss das tiefer sprechen. Um die Passage wieder zu öffnen, benötigst du einen dunklen Talisman. Sprich mit Krobus in der Kanalisation. Er sollte wissen, wo du einen finden kannst. Ich zähle auf dich. Solltest du es schaffen, meine magische Tinte zurückzuholen, werde ich dich reich belohnen. Okay, und da ist er weg. Ah, das ist wohl die Frau. Aha. Jetzt nochmal mit der Perle und dann gehe ich mal ein bisschen Nachtfischen. So, ich bin wieder da. Ich hatte ja auch schon die Sequenz mit dem Zauberer, wo er über seine Frau redet. Nein. Dann müsst ihr vielleicht mal oben zur Sauna gehen, wenn du es noch nicht hattest. Was, Sauna? Und wenn du dem schon einen Iridium-Bahn gegeben hast. Habe ich schon. Aber ich bin jetzt gerade wieder auf dem Nachtmarkt, das mache ich dann morgen. Ja, ich bin auch auf dem Weg darunter wieder, aber ich bin gerade einfach aus Langeweile ein bisschen die Gegend gedüdelt. Das Streamgerät überhaupt nicht außer Kontrolle. Das ist nicht außer Kontrolle, wenn wir immer noch bei den Themen sind, die wir vorher hatten. Das ist Hashtag, ganz normal. Hashtag Handgemenge. Klingt wie wieder Kupfererz haben zum Angucken. Jetzt muss ich mir nochmal die Show nochmal angucken. Stimmt, also, die Show gar nicht. Stimmt, jetzt haben wir doch eben geschrieben, dass man nur eine Perle pro Spieler und Server kriegt. Ja, aber du hast die Perle nicht bekommen. Ja, doch letztes Jahr. Also brauchen wir die Show nochmal angucken. Haben wir das nicht auch schon letztes Jahr mehrfach gemacht? Nee, jeder von uns einmal. Nee. Eben, ich habe meine verkauft. Will jemand mit Tiefsee fischen? Ja, eigentlich schon, aber ich komme jetzt hier nicht mehr raus. Oh doch, ich komme hier raus. Entschuldigung, ich komme. Kann man. Oh, jemand hat das Pferd so doof vor den Eingang gestellt. Ich bin kein Experte im Pferdeparken. Wir können ja alle runter. Dann kostet nur einmal 1000. Ich komme. Wir müssen tatsächlich zusammen runter. Sonst geht das, glaube ich, nicht. Was hast denn du auf dem Kopf? Ein Partyhut oder Scheiße? Ein Hütchenhut. Dreh dich mal. Fällt mir auf, Lumi, hier. Jo. Da, jetzt hast du meinen Hut. Was? Wegen Cowboy-Hut und so. Ich hab
deinen Hut überhaupt nicht. Einer von euch beiden muss ihn eingesammelt haben. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn gerade abgeworfen und der müssen im Inventar sein. Ich hab ihn nicht. Vor allen Dingen, Benny, wer hat denn oh, ich hab wiederbekommen. Ich hab einen Nagel mit. Ich stehe einfach hier und guck. Ich geh tiefsee fischen ohne Angel. Dachte, gibt's eine gestellte Angel. Warum soll sie den Angel gestellt geben? Das denn? Gruselfisch. Der ist ja cool. Wenigstens sehe ich, was ihr angelt. Ey, ihr müsst darüber, genau. Lumi macht das schon. Lumi macht das nicht. Oh. Jetzt. Ja, endlich. Toll. Gab's die Etappen. Sehr schön. Mach mal. Nur weil du vorher dreimal nicht getroffen hast. Karma. Wieder Seetang, sehr schön. Das vollgebracht. Gib mir den Tintenfisch. Ja, ich musste angeln gehen, aber dann hat sie halt Pech gehabt. Oder ein Blobfisch. Ein Blobfisch. Blobfisch? Ja. Mit meinem Schatz hier voll die romantische Bootfahrt-Tour gemacht. Ne? Ich will auftauchen. Mir ist langweilig. Warum gehst du halt ohne Angel? Hier die Meerjungfrau ist voll schlank und nicht fett, ja? Ich könnte jetzt nach oben tauchen. Ja, könntest du machen. Ja, dann dürfst du gehen, nicht mehr angeln. Ja. Könntest du fies sein. Überleb schon. Ey, jetzt bist du die Tintenfische. Oh, ich hab keinen Platz mehr im Inventar. Kannst mir was geben? Stimmt. Genau, Felix ist der Packesel. Ich kann auch einfach Sachen wegschmeißen, so eine zerbrochene Brille zum Beispiel und Treibholz. Brauch mal zu. Ich sammle einfach auf. Das ist erst auf die zerbrochene Brille und das Treibholz aufgesammelt. Nee, du hast glaube ich bloß das Treibholz rausgeschmissen. Ups, dann habe ich mich verklickt. Will ich eigentlich einen Fasching-Stream machen und mich verkleidet streamen? Ja, natürlich. Ich habe auch Halloween-Stream gemacht. Echt? Ich habe keinen Halloween-Stream gemacht. Lumi, streng dich an, ich stehe. Among the Sleep habe ich auf Halloween gestreamt. Verkleidet. Ich bin halt an Rosensonntag und Rosenmontag bin ich halt tatsächlich weg auf Karneval, da kann ich nicht streamen. Ich habe die Seegurke. Ja. Yeah. Und 10 Steine. Fett. Ich könnte an Faschingsdienstag, könnte ich völlig verkatert, könnte ich einen Faschingsstream machen. Das hört doch super an. Am besten noch nachts, wenn du von der Party wiederkommst. Oh, das wird übel. Nein. Ich halte das für eine gute Idee. Nein, ich nicht. Schlimmstenfalls habe ich dann Geschichten aller. Ich habe meinen besten Freund rumgeklutscht. Ist ja nicht schlimm. Ey, wir sollen vielleicht auftauchen, Leute. Felix, kannst du mal hingehen und sagen, wir tauchen auf? Nicht dann gerade so schön hinter Lumi. Ich will gar nicht wissen, was du da gemacht hast. Ich will auch nicht wissen, was du da gemacht hast. Ja, sag dem Bescheid, dass wir auftauchen. Nein! Ich wollte doch nur angeln! Sonst pennen wir hier alle ein! Ein Blobfisch. Diese kuriose Kreatur lässt sich über den Meeresboden treiben und frisst alles Essbare in den Weg. Was soll ich denn an Fasching anziehen? Ich bin doch voll unschlüssig. Krankenschwester. Ich war bei Catgirl. Das hatte ich tatsächlich noch nicht, Krankenschwester. Ich habe eigentlich alle klischee-erotischen Kostüme schon durch. Ja? Catgirl hast du auch schon gemacht? Nee, Catgirl habe ich noch nicht gemacht. Warum nicht? Ein bisschen arg albern, oder? Wieso? Du hast gesagt, alle klischee-erotischen Kostüme hast du durch und Catgirl gehört schon ziemlich dazu. Komplett in Lack. Also ich finde Catgirl ist wirklich ist so ein ja typisches. Kein Faschingskostüm, so laufe ich auch normalerweise rum. Was nee, Lack tatsächlich nicht. Lack ist nicht. Ich habe ihn selber noch, ich habe gemerkt, dass ich den Fedora so wieder aufgesammelt habe. Ich war ein bisschen blind. Ich habe tatsächlich ein Latexkleid, aber damit möchte ich nicht auf Fasching rumlaufen. Wobei Fasching, das wahrscheinlich noch halbwegs. Nein. Nee? Nein, es würde nicht negativ auffallen, das meine ich damit nicht, aber es ist halt relativ knapp geschnitten und so. Alle sind besoffen. Oh, zum Glück, ey, ich bin gerade noch bei dir rein ins Haus, Lumi. Leder mag ich eigentlich auch, aber ich bin ja Vegetarierin, also ziehe ich kein Leder an, das ist ein bisschen blöd, aber das Material an sich finde ich toll. Da gab es doch mal ein Zitat von Lagerfeld. What the fuck, jetzt war ich 2 Stunden unten in der Mine und habe jetzt Minenarbeit Stufe 10, endlich. Ja, waren wir letzten 2 Stunden, die gefehlt haben. Was wollen wir denn jetzt? Wir haben jetzt hier die Wahrscheinlichkeit, dass Geoden gefunden werden, ist verdoppelt. Brauchen wir noch viele Geoden? Ja, nö. Wir brauchen noch viele Artefakte, also eher was? Geoden. Ja? Okay, ja. Weil ansonsten hätte ich Edelsteine sind 30% mehr wert, aber Kohle haben wir ja eigentlich genug. Kohle haben wir so viel durch den ganzen Feldbau. Dann nehme ich jetzt Ausgräber. Endlich Mina mal Stufe 10! Jetzt brauchen wir noch Kampfstufe 10 und geil ist. Und geil ist? Dann ist Lumi geil.
Nee, dann ist alles geil. Und dann so ist es Dauerhorny, wenn sie Stardew Valley spielt. Und Lack ist echt nicht das Beste. Lack ist ein Scheißmaterial. Lack ist super steif und unangenehm. Und Vinyl? Mag Lack nicht. Und Vinyl? So ist das Gleiche. Als Klamotten? Ja. Das ist doch genau, das ist doch, woraus Lack ist, aus Gummi. Und dann Nylon? Nee, Lack ist, ja gut, Lack ist auch aus Gummi, aber so ein Hartgummi irgendwie. Latex ja, ist das Beste. Latex ist sauer angenehm. Ja, mal kurz erinnern rauchen. Jo. Ja, dann gehen wir jetzt auch wieder hoch in die Mine und morgen gehen wir dann in die große Mine. Können wir machen? Ich sammle schon so eifrig hier Steine. Hast du noch eine Spitzhacke oder? Nee, aktuell nicht. Warum? Willst du da meine derweile haben, wenn du auch in die Mine gehen willst? Leinen. Ach so, okay, einigen wir uns auf Leinen. Leine ist auch schön gemütlich. Ich würde tatsächlich gar nicht in die Mine gehen. Achso, ne, weil du gesagt hattest, ja. Ich hab okay. Rain auf Kaya gesagt. Ich dachte, du gehst mit? Ich habe ja keine Spitzhacke, da hast du schon recht. Ja, aber ja. Morgen hast du eine. Du hast sie auch jetzt schon, die braucht schon nur 2 Tage. Dann geh ich mal lieber die Spitzhacke abholen, würde ich sagen. Das wäre doch eine nice Idee. Nimmst du die Geo mit? Eins nice Idee. Also ich würde wetten, dass die... Das kann ich machen. Noch nie Fatsch. Felix, hör auf zu reden, wenn du rauchst. Ich wollte gerade sagen, Felix, geh einen rauchen und komm wieder. Ansonsten will niemand hier was mit dir zu tun haben. Ach so, du hast meinen Hut immer noch nicht. Ach, Manu. Ich hab ihn halt nicht. Ja, ich hab den ja auch wieder im Inventar, hab ich ja gesagt. Ich hab's bloß verpennt. Ach so. Ich wollte dir eigentlich geben, jetzt habe ich wieder verpennt, dem dir zu geben. Wir packen mal ein paar Bomben. Bomben können wir ja mehr als genug brauchen. Jetzt hier ein bisschen schneller mit den Steinen ernten. Schenk mal meiner Frau nochmal was. Damit die auch happy bleibt. Ja, Abigail, dir hast du dein lila Geschenk. Ich liebe so Zeugs, ernsthaft, du bist echt super, Ben. Ja, siehst du. Soll ich wieder als gute Fee gehen? War eigentlich ganz witzig letztes Jahr. Letztes oder vorletztes Jahr? Weiß ich gar nicht mehr. Mich in plüschigem Rosa. In plüschigem Rosa? Mit einem Zauberstäbchen. Wieso gehst du in plüschigem Rosa? Weil das echt die ultimative Verkleidung ist, so würde ich nie im Leben rumlaufen. Außer halt an Fasching. Das ist aber auch so ein ziemliches Klischee-Ding, oder? Was? Alles gute Fee und so und mit Rosa oder sowas rumzulaufen. Ja, es ist super, super Klischee. Also, nee, nicht einfach gar nicht so Fasching. Ich gehe schon zu Fasching. Von wegen, ich hab's heute wieder. Nee, ist heute noch nicht fertig. Echt nicht? Nein. Was ist los mit dem? Der ist langsam geworden, der gute Mann. Wird ja, alt. Opa Stinker. Aber Catwoman ist so uncool. Soll ich dann so einen kompletten schwarzen Anzug und Katzenohren und Schnurrbart und Schwänzchen? Ich dachte eher halt Catwoman, wie sie im Comic ist. Die hat keine Schnurrbart und so. Ach nein, das ist doch albern. Das hat Fasching so an sich, das Fasching ist an sich albern, ja. Ja, weiß ich, will mich ja schon, wenn ich mich schon als irgendwas verkleide, dann muss es entweder was Neutrales sein, aber von Serien und sowas ist halt blöd, weil ich davon gar keine Ahnung habe. Wenn ich als Catwoman verkleide, habe noch nie Catwoman gesehen. Das ist Ich hab vor uns gesagt, das dauert 3 Tage mindestens. Und bei der Iridium würde ich schwer davon ausgehen, dass es sogar 5 Tage dauert. Es dauert immer 2, eigentlich. Dauert eigentlich immer 2. Gibst du es an einem Tag ab und 2 Tage später kannst du es abholen? Nein. Ja, als Windranger, ja, das. Okay, was von Dota wäre tatsächlich wieder cool, aber ich glaube nicht, als Patch. Was haltet ihr davon? Das will ich sehen, wie du das Cosplay machst. Das Problem bei Dota ist, da hätte ich ja dann wieder den Anspruch, dass es ein gescheites Cosplay ist und ich kann das einfach nicht. Ich kann das nicht mal selbst. Nee, geh als grüner Power Ranger. Ja, nee, Power Ranger habe ich auch nie geguckt. Geh doch eher als CLC Ranger von Dragon Ball oder sowas. Danke für den Ohrwurm. Super Power Ranger. Ja, aber dafür brauchst du halt Zeug. Gibt's irgendwas von Dota, was ich einfach hinkriegen könnte? Alles, was Menschen sind, oder? Was? Alles, was Menschen sind und wahrscheinlich weiblich. Kriegst du relativ einfach. Ja, die haben ja alle auch so Kostüme. Das ist echt schwer. Nimm doch was von Overwatch. Und die haben auch alle Kostüme, ist nicht einfacher. Ja, wäre schon cool, irgendwas zu nehmen, was ich halt auch tatsächlich spiele. Stardew Valley, ha! Genau, ich gehe jetzt nicht in Stardew Valley. Spielst das Abigail? Musst du dich als Apex-Legende verkleiden? Oder so. Das spielst du, hallo? Ja, das habe ich jetzt einmal mit dir gespielt.
Das spiele ich nicht. Kleide ich als eine Figur von Auto-Chess. Das ist immer noch Dota. Das ist Dota. Scheiße. Ist mir also selbst der finde ich sogar ziemlich cool, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich müsste halt nicht, das kriege ich jetzt auf die Stelle nicht mehr hin. Also zumindest nicht so, dass ich das zu Fasching? Stellen finde am 3. März. Ist das nicht sonst mal im Februar? Tatsächlich. Er richtet sich nach Ostern. Und Ostern fällt dieses Jahr ziemlich spät aus. Okay. Richtig. Und Ostern richtet sich nach dem Mond und nach dem Pessachfest. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viel Ahnung ich habe. Mir ist Fasching ziemlich wurst. Ja, aber auch der Valentinstag wurscht. Fasching ist in Sachsen, habe ich mitbekommen, ziemlich auf dem abgeschlossenen Rang. Das wird in anderen Bundesländern mehr zelebriert. Ja, Köln halt, ne? Leute, ich bin in Dings, ich wohne in Hessen und ich bin direkt an Mainz dran. Und in Mainz gibt es einen riesen Faschenumzug. Also Rheinland-Pfalz ist da ganz, ganz groß dran. Dazu gehört ja auch Köln und Düsseldorf, ne? Ja, Patsch habe ich eben schon vorgeschlagen, aber Patsch finde ich irgendwie blöd. Es sollte schon so ein Hauch Sexiness mitbringen, falls ich Bock habe rumzuknutschen. Und mit Patsch knutscht halt niemand rum. Krankenschwester. Wir waren gerade bei Dota. Oder machst du auf Nonne? Kleid dich als Whiteboard spuck alle anderen. Eher als Venomancer, der spuckt doch noch mehr, oder? Als Viper. Die Frage ist, wie viele Leute kriegen mit, was du da darstellen sollst? Es wäre ja cool, wenn ich was darstelle, dass die Leute mitkriegen, die Dota spielen. Das wäre total witzig. Lumi. Ja? Mach doch gelüstige Nonne. Gelüstige Nonne. Wir hatten nicht gerade schon besprochen, dass sie die typischen Sachen schon durch hat? Nee, Nonne habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht, aber Nonne finde ich auch scheiße, will ich nicht. Ich gehe auch nicht als sexy Muslima, das finde ich genauso albern. Was sexy? Das gibt's tatsächlich auch. Mit Burka, ja, halt mit Burka und dann. Also, und dann ja, Thema genau, Integration. Total beknackt, echt. Da habe ich gerade ein schönes. Das sind wäre cool. Das ist auch nicht so schwer. Die hat ein pinkes Oberteil und so eine enge blaue Leggings. Und die Hände leuchten. Wie kriegst du das hin? Schwieriger finde ich, dass sie so krasse Augen hat und ich keine Kontaktlinsen mag. Hände leuchten geht einfach. Da gibt es eigentlich bei Qdance Merchandising, müsste das sein. Oder bei irgendeinem Merchandising. Klar, direkt von Qdance. Diese leuchtenden Hände. Das wäre noch. Die rosa leuchtende Hände dort? Naja, da tust du rosa Papier rein. Das kriegt man schon irgendwie hin. Übrigens hat, glaube ich, heute der Dingens Geburtstag, ne? Der Magier. Ernsthaft? Der letzte Tag vom Fest, vom Markt, da hat der Magier Geburtstag. Ich erinnere mich, ich wollte ihn doch eigentlich auch an seinem Geburtstag da irgendwie abpassen. Nicht Geburtstag, an dem Dings abpassen, an der Station und so. Abpassen. Lumi will ihn für sich. Ja, Lumi will alle Männer für sich. Die ist so eine männeressende. Ja, genau so mache ich das. Hier als Fruit, beiß in alles und jeden um dich rum hinein und schrei dabei stretching my legs. Was? Ja, das macht sie. Oder hier als Trend. Wer macht das? Missy? Motion Baum. Ja, aber das sind ja so. Ich habe auf dich gewartet. So eine Leuchte an der Hand. Die hat ja so die Hände und dann ist das ja irgendwie so lang oder so. Das meinte ich schon. Habe ich dir jemals erzählt, dass ich mal verheiratet war? Genau das. Da bin ich jetzt. Oh, wie traurig. Jetzt ist es traurig. Die ist tot, oder? Nee. Komisch. Ich weiß für einen Mann wie mich, aber es ist die Wahrheit. Auch komische Männer können verheiratet sein. Komische Frauen ja auch. Meine Ehefrau und ich waren für viele Jahre zusammen, bis ich einen Fehler gemacht habe und sie mich verließ. Und deswegen hat er jetzt da so ein. Erklärt's doch. Hör zu. Wut und Missgunst waren so stark, dass sie grün anlief und begann durch die Landschaft zu fliegen und alles und jeden zu verfluchen. Holy moly. Als ich davon erfuhr, versiegelte ich die Passage zu ihrem Zuhause, weil ich befürchtete, dass unschuldige Stadtbewohner ihrer schwarzen Magie verfallen könnten. Aber jetzt muss der Durchgang geöffnet werden. Als wir uns trennten, stahl sie meine magische Tinte. Ich muss diese magische Tinte zurückhaben. Ich würde es selbst erledigen, aber ich kann sie nicht wiedersehen. Darum benötige ich deine Hilfe. Um die Passage wieder zu öffnen, benötigst du einen dunklen Talisman. Ich konnte nicht angeln. Sprich mit Grobes in der Kanalisation, er sollte wissen, wo du einen finden kannst, okay? Cool, ich zähle auf dich. Solltest du es schaffen, meine magische Tinte zurückzuholen, werde ich dich reich belohnen. Überhaupt nie? Ich angel gerade nicht. Oder gibt's so eine Dings? Das ist die! Die Hexe, die haben wir doch schon mal gesehen. Ja. Oh fuck, und jetzt ist er abgehauen. Ich wollte ihm doch noch was zum Geburtstag schenken. Ja, du musst halt unten in sein Haus laufen, wenn das noch offen hat. Mach ich jetzt auch noch. Das schaffe ich im Leben nicht noch bis 8 Uhr.
Ah, der macht ja 8 Uhr zu? Ich glaube schon. Ich wollte sagen, es ist nicht so einer, der ewig lange wach ist und man da rein kann einfach. Keine Ahnung, guck mal nach, du bist ja schon auf dem Weg. Dann lauf da einfach hin, Luminat, bis 22. Felix, kannst du da vertrauen, der weiß sowas. Ja, als Ricky, dann bist du nie zu sehen. Ja, schön wär's, wenn ich das hinkriege. Und dann tauchst du jedes Mal auf, wenn du irgendwo einen Tower oder einen Sentry siehst. Also, wir hatten das letzten Stream, Benny. Oder scheiße, das wäre voll. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert? Ich bin beeindruckt, danke. Oh, das schaffe ich noch bis 11 Uhr. Ich bin nicht viel, die auch intensive Studien, um die Sprache der Elemente zu verstehen. Ich laufe die ganze Zeit mit so einem großen Umhang rum, dass man mich nicht sieht. Und immer, wenn ich einen Turm sehe, tauche ich auf. Das ist voll witzig. Würde niemand checken. Außer als Ricky müsste ich mich nur Lieder anmalen und mir irgendwie so komische Hörner auf den Kopf setzen. Und auf allen Vieren laufen, oder? Nee, der läuft nur so gebückt. Und dann ist er da irgendwie so ein Messer in der Hand, glaube ich. Ach nee, was war denn der andere? Da gab es aber noch einen, der auf allen Vieren läuft und so ein komischer Käfer ist, oder? Ein chemischer Käfer? Nicht? Nee. Ich geh jetzt angeln. Wo gehst denn du angeln? Weißt du Weaver? Naja. Ja, genau. Gut. Aber Weaver ist nicht immer unsichtbar. Ricky, kann man das jetzt ja mitkommen? Nö, du schaffst das schon. So, du kriegst jetzt noch eine Schattenessenz zum Geburtstag. Alles Gute. Der mag Schattenessenzen? Ja. Hätte ich das mal genommen. Der liebt sie sogar. Ich habe ihm einen Wein geschenkt. Und jetzt müssen wir mal zu Kropus in der Kanalisation, ne? Ja, das mache ich heute nicht mehr, nö. Weil, wegen, was? Du musst nach oben gehen. Du musst dann wirklich mal zur Sauna gehen, tagsüber, glaube ich, tatsächlich. Ja, und dann kriegst du eine Quest vom Zauberer. Ich mach das jetzt heute noch, der ist doch gerade da unten. Vom Zauberer aus. Beim Nachtmarkt war ich jetzt schon teilweise. Gleiche Brühe? Eine feine Brühe mit einem Hauch von Schwefel? Aber hier gibt's eine Megabombe, die nehme ich mit. Ja, ich habe ja auch schon eine geholt. Die kannst du doch aber auch bauen. Ja, aber... Habe ich aber nicht. Machen wir dann jetzt morgen, Mine? Nur wenn ich mein Ding ins Holen kann. Ach, du hast ja deine Spitzhacke noch nicht zurück. Gibt's eigentlich hier? Ich habe Haufen Geoden, die wollte ich eigentlich noch aufbrechen. Passt aber, sei ich sogar zu holen, bevor wir gehen, ne? Weil der Bus kommt ja erst um 10. Also, ihr wollt in die Schädelmine? Ja. Ja, dachte ich schon. Haben wir Feensaat schon mal irgendwo gehabt? Statue der Unsicherheit? Nein, ich glaube nicht. Hilft dir deinen Ruf zu ändern? Oh, ich habe einen mitternächtlichen Tintenfisch gefangen. Glückwunsch. So, hier gibt's einen Iridium-Kamin. Ja. Frage ist, ob man den braucht. Man braucht alle Kamine, hallo? Sollen das? Was ist das für eine blöde Frage? Oh, hier gibt's einen Eingang. Oh, wie geil ist das denn? Vielleicht gehen wir gar nicht in die Schildhütte, sondern hierher. Was? In der Kanalisation, da gibt's... Oh mein Gott. Was denn? Es wird übrigens spät. Wir müssen da hin morgen, da gibt's sowas wie eine Mine. Hä? Wo? In der Kanalisation. Ja, ist mir schon klar, aber da bin ich nie reingekommen. Ja, der Dings entsiegelt die, wenn du die Quest von einem Zauberer hast. Oh mein Gott, ihr müsst euch das morgen angucken, das ist auch cool. Mir okay, das auch machen. Ich guck's mir morgen mit euch zusammen an, ich gehe wieder zurück. Felix muss aber erstmal die Sequenz machen oben. Ja, das kriegt er ja schnell hin, er soll halt einfach mittags hinrennen. Immer wieder raus und rein, solange bis es kommt, keine Ahnung. Immer wieder raus und rein, solange bis es kommt. Nicht aus dem Kontext reißen. Nicht aus dem Kontext reißen. Oh, und dann soll doch jemand sagen, es liegt an mir, dass dieser Stream so schlimm ist, ja? Ich wäre da jetzt gar nicht drauf gekommen. Wir hatten übrigens schon 50 Saat davon, von dem ich gerade gekauft habe. Ja, als Brewmaster, dann hast du immer Alk dabei. Das ist natürlich cool. Das kann ich ja mit Catwoman verbinden. Ich gehe als weiblicher Brewmaster. Genderband jetzt? Was? Hast du jetzt einen Genderbending Brewmaster? Ja, oh, das wäre eigentlich ganz witzig. Aber das kriege ich auch nicht so hin. Außerdem ist er ziemlich fett und ich will ja irgendwie sexy aussehen. Und dass der weibliche Brewmaster einfach schlank und sexy, so wie ohne Witz, kennst du von Overwatch Roadhog? Nee. Das ist eigentlich ein ziemlich großes, fettes Schwein, mehr oder weniger. Also, das ist ich eigentlich nur ein großes, fettes Schwein sein. Das ist einfach nur ein großer, fetter Mann mit einer Schweinemaske, eigentlich. Es gibt in Genderband. Es gibt in Genderband Roadhog Cosplay von einer. Felix, darf ich jetzt mal bitte? Ja. Von einer sehr bekannten Cosplayerin und das hat überhaupt nichts mit Roadhog zu tun, außer dass sie das gleiche Tattoo auf dem Bauch hat. Und ein Bikini an. Rat mal, wo Elmi geschlafen hat, Benny. Bei dir hat die geschlafen? Ja.
Mit Haley. Es gab also ein Dreier. Alle, hast du aber nichts viel von gemerkt wahrscheinlich. Die nicht menschlich sind, sind irgendwie weiblich. Man sagt ja auch die Viper und die Spectre, was ich total albern finde. Ich dachte immer, das wäre ein Gag von Missy und Konsorten, aber man sagt das wirklich. Ich habe das bei ganz vielen Leuten gehört. Tatsächlich ist es bei League aber auch. Bei League gibt es auch sowas, so eine Art, keine Ahnung, Alien-Käfer, der sich unter den Boden gräbt. Das, die ist auch weiblich. Das ist die Rek'Sai. So, kommt ihr jetzt alle mit runter heute? Felix muss erstmal den Quatsch machen. Ja, dann soll Felix mal den Quatsch machen, wir warten. Und ich habe einen Brief. Und ich muss mir mein Ding jetzt noch abholen. Ich muss jetzt hier erstmal sortieren, ich habe hier so viel Scheiß. Und Chili einlegen. Das ist ja auslegen, du machst, ja. Das ist ja das geheime Fest. Nicht mal, es trägt ein Kleid, ja, und es könnte ja trotzdem ein Kerl sein. Ach ja, das Wichteln ist das. Wichteln? Der Wann? Brief. Wann denn? Bin hier, lies den Brief. Och, jetzt bitte nicht heute, ich habe keine Lust mehr. Immer sind diese Scheißfeste. Hallo Ben, ich würde dir gerne ein paar Informationen über die kommende Veranstaltung geben. Das Fest des Wintersterns. Es ist Zeit für die Gemeinde, sich an all das Gute in diesem Jahr zu erinnern und nun zusammenzukommen. Eine beliebte Tradition ist das Wichteln, bei dem jedem in der Stadt zufällig eine andere Person zugeteilt wird. Am Tag des Festes bringt jeder ein Geschenk für seinen geheimen Freund und überrascht ihn mit etwas Besonderem. Dieses Jahr ist dein geheimer Freund, das verrate ich jetzt nicht. Verrate es niemanden. Das Fest wird am 25. von 10 bis 14 Uhr auf dem Stadtplatz stattfinden. Man sieht sich dort. Jetzt ernsthaft nicht, wer dein geheimer... Ich sage auch nie, wer mein geheimer Freund ist. Ja, nämlich unterschiedlich meiner Meinung nach. Ja, wir haben immer unterschiedlich. Woher habe ich jetzt diese Algensuppe? Ich habe die nie gekauft. Du hast sie einfach wahrscheinlich bekommen. Ma? Von wem? Oder von was? Ich glaube, bei mir hängt das Spiel. Oder meine Tastatur. Bei mir nicht. Wo soll ich hin? Jetzt Bahnhof. Okay. Nee, zum Bahnhof. Nee, zum Bahnhof, ja. Ja, er meinte ja Sauna, aber das ist ja das Gleiche. Ja, ich hab die Sekunde. Ich war verwirrt. Sehr schön. Dann spiel den mal durch und dann treffen wir uns unten beim Links. Mein ganzer Rucksack ist noch komplett voll. Ich muss den erstmal leeren. Mach den noch leer. Ja, ich hab noch einen Barsch geangelt in der Zeit, bis ich auf 9 Uhr gewartet hab. Ich mach derweil auch mal meinen Rucksack leer. Schon ewig nicht mehr gemacht, es wird Zeit. Iridium-Spitzhacke, wup, wup, wup. Nice. Kann ich theoretisch noch schnell die Geoden aufbrechen? Die habe ich nämlich eh gerade mit. Dann wird es aber heute nichts mehr. Wieso ist Spektre eindeutig? Wieso ist Spektre weiblich? Nee, dann mache ich halt, dann mache ich erstmal einen Rucksack leer und gehen wir erstmal zusammen rein. Nicht aufgefallen. Warte mal, wer ist denn jetzt mein Wichtel? Hat sie dir merken müssen. Ich guck gerade. Ah ja, okay. Stimmt, George. Sagt jetzt nichts, ihr sagt ja auch nichts. Also, ne, gleiches Unrecht für alle. Wo ist denn das Unrecht? Ja, weil ich es wissen will und ihr es mir nicht sagt. Ich kann dir hinterher sagen, wen ich hatte. Nein, nach dem Sternenfest. Das ist nicht in Ordnung. Warum ist denn, wenn ich deine Neugierde nicht befriedige, direkt alles hier kaputt und falsch, ja, und darf so. Man nicht? Ist so, weil es meine Neugierde. Hashtag ist so und Hashtag abgehoben. Richtig. Hashtag Lumi ist eine Frau. Hashtag ist so lang vollkommen. So, gehen wir jetzt alle runter? Nee, abgehoben ist viel wichtiger. Nee, ich kann runtergehen. Ich muss erst mal meinen Rucksack leer machen. Ah, Felix muss seinen Sack wieder leeren. Okay, jetzt weiß ich, wo ich das Zeug her habe. Ich sag's jetzt aber nicht, dann kriegen die anderen die Weaver, ja. Was? Weaver ist so eine eher. Weaver finde ich auch männlich und ich finde aber auch Spektre männlich. Und der Miranda ist total erschrocken. Hat das eine tiefe Stimme? Weaver hat eine tiefe Stimme, ja. Eine richtig schön Spektre männliche, auch. Tiefe Stimme. Und weil wir auch Missy ist am Trollen, ja. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich finde, die sind alle männlich irgendwie. Ich will aber auch, dass sie alle männlich sind. Ich spiele lieber mit Männern. Nichts gegen dich, Missy. No offense. Das klingt so auch wieder falsch. Ich spiele lieber mit Männern. Ich spiele auch lieber mit Männern. Also nein, ja. Ich spiele nicht mit Männern, aber ich möchte gerne, dass das alles um... Ja. Alles um mich herum männlich ist. Alles um mich rum. Alles um mich rum muss einen Schwanz haben, das ist wichtig. Alles um mich rum ist Beute. Alles der Das klingt der jetzt nach Bukake. Ja, nee, Bukake brauche ich jetzt nicht. Was sagst du? Du suchst nach einem dunklen Talisman? Jetzt wurde ich erwähnt, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit einen in meinem Besitz. Bin unterwegs. Unglücklicherweise habe ich ihn beim Erkunden dieses Tunnels in der weitesten Ecke fallen gelassen. Die Dinge wurden da drin ziemlich unschön, also habe ich mich beeilt, hinauszukommen und den Eingang versiegelt. Du scheinst aber ziemlich zäh, also werde ich ihn für dich wieder öffnen. Pass mal auf, okay? Piu, piu.
Wenn die ganzen Art Rufe spielen. Wie mein Chat jetzt einfach eine heillose Freude dabei hat, jeden Hero aus Dota aufzuzählen und das falsche Geschlecht vorne dran zu schreiben. Was ist denn kaputt mit euch? Die Sniper, der Queen of Pain, der... Hier rechts musst du noch reden. Felix hat... Hier, du musst da rechts noch mit dem Typ reden, dann kommen wir hier rein. Kropus. Die Tinker, der Luna, die Visage, ja. Bitte erzählt niemanden von mir. Menschen neigt dazu. Och, jetzt kommt schon bei, Leute. Ich will euch das zeigen. Ja, ja. Hier gab es den Monsterkamin, genau. Ben, wo bist du? Wollen wir eigentlich irgendwann das Zepter zur Rückkehr von dem kaufen? Ja, irgendwann, komm. Irgendwann. Hast du das Geld schon? Wart ihr hier schon mal? Nein. Ich war hier noch nie. Also ich war hier auch noch nie. Mal was, wo ich noch nie war. Voll cool, was Neues. Ich kenn das gar nicht. Moment, kann man das ja kaputt hauen? Oh, ja. Nee. Die machen aber gar nicht so viel Schaden. Die sind eigentlich ganz chillig. Die haben wahrscheinlich schon früher in der Grund. Wahrscheinlich, aber kommen viele davon. Ach, das sind wie in Level 1. Kann man hier auch sammeln? Wahrscheinlich kriegen wir hier auch neue Artefakte. Der entwickelt sich dann, wenn die da lohnt sich dagegen, Honey. Ich wollte trotzdem drauf hauen. Ich habe 5 Algensuppen gekriegt. Die gab's in Level, in den Höhlen, in Level. Ich weiß gar nicht. Irgendwo hatte ich die schon mal gehabt. Was die lachen zu angeln. Die droppen Kaffee? Die droppen Kaffee? Bei mir nur Algensuppen. Naja, Algensuppen dann halt so. Masse. Du bist kein Kaffee. Da oben ist ein Chess. Oh, man kann tatsächlich hier auch angeln. Denn hier kann man angeln. Ich angel mal kurz. Ich auch. Oh, ich angel mal. Du hast den Gegenstand dunkler Talisman gefunden, ja. Ja, nice. Dann musst du zu euch. Käferschleim umhüllt? Was? Er ist von Käfer. Käferschleim umhüllt. Ja, da steht das ist, aber nicht dabei. Ja. Die Übersetzung ist halt nie ganz perfekt. Du bist jetzt hier fischen, sag mal. Ich angel hier auch gerade. Ja, ich angel auch. Wer weiß, was es hier für besondere Fische gibt. Typen, ey, geht's in die Höhle und die angeln. Karpfen habe ich erstmal geangelt. Oh nein. Und Erdkristalle. Ich bin verloren. So, wo ist denn der Erdkristall jetzt? Spitzhacke, los geht's. Ah. Ja, wir sollten es holen, bevor wir nicht mehr zum Magier können. Hä, das ist aber nicht die magische Tinte. Es gibt einen Fisch, den du nur hier angeln kannst. Siehst du? Braucht man aber Lumi, das ist trotzdem, aber Lumi, das ist doch trotzdem nicht die Marke. Angeln einfach außerhalb. Ne, wir müssen damit oben den Durchgang zur Hexe freimachen. Ich habe gerade den Felix unterbrochen. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt sagen wollte. Was? Das ist nicht die magische Tinte, hat er vorhin schon gesagt. Wir wollen auch keine magische Tinte, wir wollen den magischen Talisman. Wir wollen damit aber nicht zum Magier, sondern wir wollen oben den Durchgang zur Hexe freimachen. Um dann die magische Tinte zu holen. Ja. Achso, okay. Aber dafür ist es egal, wie spät es ist. Echt? Theoretisch. Ja, ich dachte, wir geben ihm den magischen Talisman, damit er den Durchgang frei. Wir gehen zum Durchgang, machen selber den Durchgang frei. Ach so? Hätte ich gedacht. Ich hätte es gedacht, wir geben es ihm. Ist es aber der Monsterkarpfen, den man nur hier angeln kann? Weil ich habe den Verdacht, hier kriegt man das gleiche wie unten bei der Rest der Kanalisation. Willst du es wirklich wissen oder willst du es nicht wirklich wissen? Ich will nur wissen, ob es der Monsterkarpfen ist. Reicht ja oder nein. Okay, sag, Monsterkarpfen ja oder nein, Xan. Weil den haben wir schon. Wenn das der ist, den man nur hier unten angeln kann. Die Belagerungskrüge. Bäh. Oh, Leute. Ja, also dann jetzt hoch. Oder zu, ich geh jetzt zum Magier. So. Ich sage, wir müssen hoch, wir müssen nicht zum Magier. Ich geh hoch. Fange eine Lingdorsch, was? Nee. Hm. Meine Quest steht's nicht. Aber hier kann man Käfergedöns tatsächlich farmen. Brauchen wir ja nicht so unbedingt. Die Wort. Hm. Du solltest mir ja oder nein schreiben und nicht welchen Fisch man angeln kann. Was ist daran so schwierig? Du hast es zu spät gesagt. Welcher hat da schon getippt? Ach so. Ist das. Ja, du weißt nicht, wie auf Deutsch heißt. Okay. Hm. Da muss ich jetzt nachgucken, ob das der ist. Ja, da wird jetzt mal eine Entschuldigung fällig, ne? Nein, ist er nicht. Ist er, ja, ich entschuldige mich. Tut mir leid, das war zu sehr überlegt. Entschuldigung. Nee, ist er nicht. Ups, jetzt wollte ich wieder nicht wieder anmachen, was ich vorhin geguckt habe.
Ja, guck doch ein paar Videos während des Streams. Guter Plan. Habe ich vorhin gemacht, während ich auf euch gewartet habe. Sebastian läuft am Hauptbahnhof rum. Toll. Gibt's noch also einen anderen Bahnhof als einen Hauptbahnhof? Okay, du hast recht, wir müssen zum Bahnhof. You don't say so. Gehst du jetzt? What the fuck? Rum? Ja. Was ist denn? Naja, ihr seht selbst, wenn ihr eintretet. Okay. Wir sind halt in einem Hexengebiet, ne? Hier kommt noch eine Sequenz, aber die lese ich jetzt nie vor. Ihr seid ja so gut im Vorlesen. Ja, dann warte ich nochmal kurz, bis Lumi dann da ist. Lumi ist on the run. Oder vielleicht bin ich auch nach Lumi da, keine Ahnung. Wo bist du denn gerade? Ich bin gerade am Bushaltestelle. Das verstehe ich jetzt aber nie. Ich bin gerade auf unserer Farm. Aber ich nehme jetzt das Pferd und lauf. Ja, bin zu einem Meme gegangen, aber ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee eigentlich. Das ist nicht wirklich kürzer. Auch grad, ich habe überlegt, dann habe ich gedacht, nee, ich nehme jetzt von der Farm lieber das Pferd und lauf dann direkt hoch. Den Mutantenkarpfen gibt es dort gar nicht. Okay. Ach, siehst du mal. Kommt rechtzeitig an. Also guckt euch an, aber das ist ziemlich merkwürdig. Ja, wir sind ja schon da, wir sind ja schon da. So viel schneller bin ich mit dem Pferd gar nicht. Oh, ist schon offen. Oh. Teleportiert. Cool. Weggelaufen. Wer bist du denn? Ah, Mensch! Du willst vorbei! Tut mir leid, das ist Privateigentum! Tut mir leid, ich kann ihn nicht vorbeilassen! Ich will meinen Job verlieren! Ich kann mir dem irgendwas schenken. Oder wir müssen. Verrät jetzt bitte was, ja? Oder wir müssen doch zur mit der Hexe. Nein, danke. Also ich habe gerade Algensuppe angeboten, das wollte er nie. Das sieht frisch aus, aber nein, danke. Warum nimmst du es nicht? Okay, er mag nichts von dem Zeug. Wir müssen ihm. Aber wir können ihm ganz viel schenken. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich einfach nur das Richtige finden. Aber was würde denn so ein blöder Goblin gerne essen wollen? Ich nehme an, irgendwie will er Diamanten oder sowas, oder? Nee, oder eine Perle. Lass uns doch morgen mal alle was, nehmen und dann. Ihr könnt ja mal eine Perle mitnehmen. Ihr habt ja nie umsonst abgehoben. Mal machen, ja. Er kriegt keine Perle von mir. Das ist meine Perle. Du kriegst keine Perle von mir. You shall not pass. Das ist was anderes. Naja, aber der lässt sich auch nie vorbei, also. Ja, Xan, du sollst nicht spoilern. Oder wir müssen mit dem Magier reden und der muss dann dahin irgendwie und so. Aber der hat ja gesagt, der will nicht dahin. Ja, also jetzt eben, wo wir halt aufgemacht haben. Oh shit, jetzt habe ich was versehen. Ich hab schwer rausgetappt. Lalalala, ich bin raus. Ich geh jetzt erstmal aufs Klo. Also hier jetzt erstmal ins Bett und dann gehe ich aufs Klo und dann, ja gut, wenn du morgen zum Schmied gehst, kann ich ja schon ein paar Sachen hochbringen. Der wird ja auch morgens früh da sein. Ich bin mal kurz weg. Ich versuche leise aufzustehen, damit ich nicht wieder das so schlimm ist es nur auch nicht. So schlimm ist es nur auch nicht. Ich pack die Algensuppe weg. Müssen wir da Lumi mal eine Flasche WD-40 schicken? Männerparfüm. Das war ja gar nicht ihr Stuhl, der da geknarzt hat. Ups, das ist falsch. Er hat Holz in die Edelsteinkiste reingetan. Tja, bestimmt jemand, der nicht ordentlich sortiert hat. Wo sind die Magma-Geoden hin? Ach, die habe ich bei mir reingehauen. Wo sind die Magma-Geoden eigentlich hin? Ach ja, die habe ich. Ja, ne, ich muss ja schnell ausräumen und bevor ich alles... Das ist doch eine geile Aussage. Wo ist das eigentlich hin? Ach ja, ich hab das. Ah, bei mir. So. Schläfchen machen ist jetzt angesagt. Ich will mein Haus nochmal umdekorieren tatsächlich. Benni, ich krieg ständig eine Meldung, dass bei Forza Horizon irgendwas nicht installiert werden kann. Gab's jetzt mal wieder ein Update? Oder? Keine Ahnung, es gab bestimmt wieder Updates. Es gab ja auch neue Autos bestimmt. Ja gut, deswegen vielleicht. Weil bei mir ständig immer die Meldung kommt, dass das Update nicht funktionieren würde. Moment mal, Felix, schläfst du? Nein. Okay, warum nicht? Weil ich gerade noch was zurücksortiert habe. Weil ich auf die Uhr geguckt habe und zwar 1 Uhr. Und da dachte ich, komm. Erlange Eintritt zur Hexenhöhle. War ich leise genug? Ja. Bei mir steht übrigens im Questtext, wir sollten vielleicht nach mehr Informationen über Goblins suchen. Steht im Quest-Text? Ja, yep, wir haben eine Quest dazu jetzt bekommen. Aha. Dass wir da durch sollen. Mehr Infos über Goblins, okay. Nein, da müssen wir bestimmt so ein geheimes Buch finden. Mhm, kleine geheime Bücher, da steht vielleicht irgendwas drin.
Aber oder wir müssen in der Bibliothekar die ganzen Sachen mal durchlesen. Ich gehe jetzt zum Schmied, da kann ich ja was die ganzen Sachen durchlesen. Das heißt, ihr habt die Dinge noch nie durchgelesen, oder? Ich nicht. Eine Luxusangel gibt's und einen Köder, die du anbringen kannst. Mach mal, ich bring ihm schöne Sachen von unserer Farm. Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Ich will wirklich eine Kokos-Nono für die Kneipen machen. Aber ich weiß nicht, wie ich an eine Kokosnuss kommen soll. Kannst du mir helfen? Gast will eine Kokosnuss von mir. Das ist ziemlich easy. Da haben wir noch einen Haufen. Wo sind denn die? Ja. Weiß nicht, ob das blöd ist. Ich freue mich voll auf die Fastenzeit irgendwie. Dieses Jahr. Fastenzeit? Die nicht gerade jetzt? Das machen wir die immer im Winter? Nach Fasching. Bis Ostern oder was? Evelyn. Morgen hat Evelyn Geburtstag. Hoppa hoppa reiter. Bevor jemand fragt, was ist die Alter? In der Fastenzeit esse ich immer vegan und keine Süßigkeiten. Nachdem ich so viel Futter momentan, freue ich mich irgendwie drauf, mich mal wieder einzuschränken. Das ist komisch. Richtest du dich danach einer Fastenzeit? Warum? Du kannst dich einfach so einschränken, sagst jetzt, isst es eine Woche lang nichts Süßes. Gewohnheit. Das ist wie Valentinstag. Hör auf, im Müll zu wühlen! Warum? Weil ich es höre. Geheime Notiz, genau. Du solltest öfter im Müll wühlen. Du freut sich auf die Fastenzeit, während sie am Fressen ist. Das trifft unglaublich gut. Siehst du, und ich habe mich gestern übelst gefreut, weil mir aufgefallen ist, dass ich nicht ganz in meinen Süßigkeitenfach nicht gut geguckt habe. Ich habe auch eine geheime Notiz gefunden. Und dann noch zwei Milka-Schokoladen drin waren. Ich habe jetzt eine Karte für die Wüste drüben was zum Ausbuddeln. Ja, das hat man aber glaube ich schon, Benni. Die dunkle Schokolade ist nicht so meins. Ich habe hier schöne Milka-Kuhflecken noch. Ich habe Gummibärchen. Und bei dunkler Schokolade ist das Coole, dass ich nach so einer kleinen Tafel oder so 25 Gramm oder so irgendwas bin ich eigentlich ganz relativ happy. Also eine übliche Tafel Schokolade ist 100 Gramm. What the fuck, wo gehst du hin? Ich will gerade. Ich will gerade die Geoden abdingsen. Ab 9 Uhr geht der Schmied erstmal aus dem Haus raus. Na, danke für nix. So arbeite ich auch immer. 9 Uhr ist Arbeitszeitbeginn und dann gehe ich erstmal. Frühstücken gehen? Geil. Doch normal. Hab ich heute auch gemacht auf Arbeit. Ich bin irgendwie 9.45 Uhr auf Arbeit gewesen. Erstmal frühstücken gegangen. So, ich schenke dem Goblin jetzt mal ein bisschen. Ich hab grad Clint angesprochen beim Weglaufen. Wusstest du, dass Emily total auf Stoff steht? Die hat ununterbrochen davon geredet, als ich ihr das mal geschenkt habe. Jetzt schenkt der Emily doch ein bisschen Stoff, Felix. Launisch? Ich guck jetzt, wo der hinlatscht, ey. Nein, will er auch nicht. Sollst du zurück in deinen Laden gehen? Der will irgendwie gar nichts. Die ganze Zeit wird das Ding blockiert von Benny mit seiner blöden Hacke und jetzt haut der Schmied dort ab, ey. Fische habe ich nicht dabei, vielleicht will er Fische. Kannst du eine Mitternachtszintenfische oder sowas probieren? So, die Special-Fische. Gemeinschaftszentrum. Bin ich schon weg. Wir hätten das Gemeinschaftszentrum nie bauen sollen. Vielleicht sollten wir es einfach wirklich doch irgendwie rausfinden. So Try and Arrow geht gerade irgendwie gar nicht. Sonntag, er glaubt, es gibt ein Buch. Vielleicht sollten wir es doch lesen. Oder nochmal mit dem Magier reden. Vielleicht kann der uns was dazu sagen. Wäre mein erster Anlauf tatsächlich, weil der hat ja wahrscheinlich mehr Ahnung. Probier's mal. Ich bin gerade am Steine farmen. Du liest jetzt auch gerade Bücher, oder? Ich lese gerade Wiki. Nein, Bücher. Du liest kein Wiki, du liest Bücher. Bücher habe ich schon fast alle durch. Also was heißt fast alle? Ich habe schon sehr viele durch und bis jetzt schon nichts. Also er will auf jeden Fall irgendwas haben, sonst könnte man ihm nicht so viel anbieten. Steht ja auch, dass man da mehr herausfinden muss. Vielleicht nimmt das aber auch erst an, wenn wir es tatsächlich gelesen haben. So, von dem Kram will er alles nichts. Roter Schleim ist ganz schön nervig. Ja. Heieiei. Den haben sie ganz schön nach oben gepatcht. Der war nämlich früher mal viel leichter zu besiegen. Ich glaube manchmal, die Sachen sind schwerer, dadurch, dass wir zu dritt spielen. Nee, nicht zu viel sagen, Xan. Also Xan, ich glaube, ich weiß. Ja, ich bin ruhig, bis ich es rausgefunden habe. Ich bin halt dazu verdammt zu warten. Ich habe es im Einzelspielermodus noch nicht immer hinbekommen. Also wenigstens die Höhle zu öffnen.
Ich bin am Steine farmen. Und noch ein paar Geoden farmen. Ich lese jetzt halt mal die Bücher noch durch. Ich habe noch kein einziges gelesen. Oh, noch eine Geode. Nice. Hallo Felix. Hallo. Ich stehe hier einfach rum. Ich will ja wirklich Dark Souls spielen, aber da will ich echt überhaupt gar keine Tipps haben. Muss ich schon mal vorwegnehmen. Oder ich höre auf, es zu streamen, wenn ich spiele. Kannst einfach sagen, direkt in den Titel packen. Wer irgendwie backseedet, wird getimeoutet. Backseed Gaming wird sofort. Genau. Gibt's keine Warnung? Gibt's keine Warnung. Timeout für eine Stunde. Was ist Backseed? Wenn du dem Streamer sagst, wie er spielen soll. Ja. Weil du dich gerade zurücklehnst und den anderen sagst, was er falsch macht oder was er anders machen muss. Aber ich finde, Dark Souls baut ja darauf auf, dass es schwierig ist und dass man seine eigenen Lösungen rausfindet irgendwie. Und ich fände es irgendwie blöd, wenn ich dann die ganze Zeit so, nein, du musst da zuhauen und dort draufhauen, was weiß ich, will das selbst rausfinden. Aber ich glaube, da mache ich das wirklich das Recht. Backseat Gaming ohne Vorwarnung, Stunde Timeout. Eine Stunde, vielleicht nicht. 10 Minuten reicht erstmal, wenn dann nochmal sowas kommt, dann würde ich halt, da bin ich tatsächlich, beim zweiten Mal würde ich da direkt bannen. Tatsächlich. Ich will meine Ruhe haben. Ich mache dann eine Stunde deinem Auto und beim zweiten Mal bannen. So, für immer. Für immer. Nein. Also, die Leute, die sonst mal durch oder so zu gucken. So, Bruder, die letzte wachsende Erzeugnisse zu finden. Ach nee, wir kannst du ja wieder entbannen. Das ist ja was anderes. Aber. Das ist nicht fantastisch. Wir haben gar nicht so viel. Doch, wir haben einige Bücher. Der Fischer. Und was ist, wenn man Trolltipps gibt? Wird man da auch geoutboutet? Die nicht funktionieren? Wenn man unterscheiden kann, ja. Schade. Und Tolli ist, was in der Sprache, die ich lesen kann. Weißt du denn, dass es falsch sei? Ja, eben von daher, Tagebuch ist halt nur was. Also ja, einer mich schon angefreundet, Familienrezepte, Tagebuch eines alten Bauern. Geheimnis der Sterne. Das würde ich nicht tun. Wenn ihr dann noch Geoden habt, könnt ihr das ja gerne mitbringen, weil der Schmied, der ist gerade in den Heizungskeller gegangen, hat sich die ganze Zeit die Heizung angeguckt, ich weiß nicht warum. Ich hab Geoden, ja. Scheuchen. Anscheinend leckt's. Müssen wir doch alle Sammlervogelscheuchen. Was? Man wie muss tief ihm, ist die Mine? Muss ihm Vogelscheuchen geben. Das sind aber die richtigen Minen, ne? Wahrscheinlich. Warte mal, hatte ich nicht. Ist hier noch ein Pferd? Am rumchillen? Nee. Das Pferd mit hochgenommen? Das wäre natürlich dumm. Ja, danke, Xan. Damit bist du schon mal für Dark Souls raus. Wieso, was hat er denn geschrieben? Spoiler für Dark Souls, dann geht's schon mal. Bei einigen Gegnern bekommst du Kram, wenn du entsprechende Körperteile abschneidest. Ich will sowas nicht wissen! Warum sage ich denn sowas gerade? Du Held. Zack, Bann. Ja, ohne Scheiß, dann. Du bist jetzt draußen für Dark Souls. Schon mal vorbeugend direkt weg. Quasi, ja, vorbeugend. Quasi eine Art. Ich gerade sage, dass ich keine Tipps und keine Spoiler will und dann kriege ich einen im Chat. Was soll ich denn damit machen? Also. Timeout. Jetzt, sofort. Ja, nee. Doch, weiß nicht. Also jedenfalls, du bist jedenfalls weg bei Dark Souls. Kannst zugucken, aber nicht mehr schreiben. Xan, du kriegst den Bann, wenn sie Dark Souls anfängt, schon mal bevor sie es einfach. Ja, bevor ich überhaupt das Spiel starte, wirst du gebannt und dann 3 Stunden später, wenn ich was anderes spiele, entbanne ich dich wieder. Oder du timeoutest sie einfach nur für 10 Stunden oder so. Ach, auch eine Alternative, ja. Echt, ey. Also Leute. Das war echt nicht nett, muss ich mal sagen. Nee, wenn jemand sagt, nicht nett, ich will's nicht. Weil ich gerade gesagt habe. Oh, Mimimi. Das ist nicht Mimimi, das ist tatsächlich ein Problem auf Twitch. Ja, für viele Streamer. Reinkommen. Scheiße, ich habe hinten den Holzladen nicht mehr zum Es gibt Füße einfach Spiele, die entfalten einen gewissen Zauber, mit denen die sich selbst erschließt. Und ja. Dark Souls gehört für mich auch dazu. Und wenn man dann Sachen rausfindet, ist halt ein geiles Gefühl. Ansonsten macht man das Spiel doch nicht spielen, wenn man Hellblade vorher schon alles gesagt bekommt. Dann hat man ja die ganzen Belohnungseffekte nicht. Oder wie das Spiel bringt. Hellblade war auch so ein Spiel, was ich nicht gespoilert hätte haben wollen. Ja. Ja. Hellblade werde ich ja auch noch spielen, deswegen. Ich hab ja bloß, wo ich dir immer. Kokosnuss, da ist mal was Beruhigendes für meine Winteraugen. Die ist perfekt für meine Kokosnuss, danke. Ich wollte nur sagen, dass ich, wo ich einen Benni immer zugeguckt habe, was gesehen hatte und einen Benni darauf hingewiesen hatte. Ja, das ist ja auch was anderes, wenn ich dann halt sage, ich bin gerade so doof, ich sehe es nicht, ich könnte mir mal helfen. Das ist was anderes, ja, wenn man aktiv nach Hilfe fragt. Das gleiche kann Lumi ja auch machen, wenn sie irgendwann, keine Ahnung, eine halbe Stunde bei einem Gegner hängt und sagt, okay, ich verstehe es nicht, könnt ihr mir einen Tipp geben?
Aber dann ist ja auch ein Unterschied, wie man den Tipp gibt. Man muss ja nicht sagen, hier, du musst diese 20 Sachen machen, damit das gut funktioniert, sondern du kannst einfach mal sagen, guck mal dahin oder so. Und dann den trotzdem weiter probieren lassen oder sowas. Also es gibt dir unterschiedliche Grade von Hilfe. Ja. Und das ist immer ein bisschen schwierig, weil Twitch ist immer so, da sind häufig Leute oder manche Leute sind halt unterwegs und wollen zeigen, was sie alles wissen, was aber gar nicht relevant ist für den Streamchat. Du bist nicht Gandalf der Weise. Beziehungsweise ist das dem Streamer egal. Was über die legendären Fische wissen, Ben? Gibt's hier ein Buch. Wo? Im Dings hier. Bla. Da wo die Artefakte sind, da werden ja auch die beim Bibliothekar? Gesungen. Okay, da muss ich nochmal hingehen und da auch mal ein bisschen durchlesen. Verschwinden die für uns alle, wenn man sie gelesen hat? Oder nur für die Felix hat die ja schon alle gelesen. Okay. Es kann nur sein, dass ich was überlesen habe. Ja, aber ich meine damit, die gehen nicht weg. Jeder kann die einzeln lesen. Ja. George will einen Hering für einen Burrito. Ein Hering-Burrito? Ja, Benni, das schmeckt sehr lecker. Dann haben wir jetzt scheinbar das Buch noch nicht. Also, ich weiß das mittlerweile. Ich habe mich belesen. Ich werde aber du hast im Wiki gelesen. Das gilt ja nicht. Ja, weil ich der Meinung bin, ich habe alle Bücher gelesen. Kannst du mir kurz ein Ja-Nein-Antwort geben? Muss ich zum Magier gehen? Nein. Okay. Dann kann ich mir den Weg sparen. Hier gibt es halt ein Buch, was in der Sprache ist, den wir nicht lesen können, gell? Ich weiß noch nicht ganz, wie wir das übersetzt kriegen. Die Übersetzung hatte ich tatsächlich schon mal im Einzelspielermodus geschafft, aber ich weiß auch nicht mehr, wie ich die Übersetzung gekriegt habe. War das denn hingeschmissen? Ich glaube, ich habe irgendein Artefakt oder ein Buch gelesen gehabt und danach ging es. Ich glaube, wir müssen mehr Würmchen hauen, um ein paar Bücher zu kriegen. Ja, erstens das und wir müssen mehr in die Mine. Tatsächlich. Mhm. Ich war damals total der Minen-Fan. Ich bin eigentlich nur in die Mine. Geangelt habe ich nie und ich habe auch nie auf diese Würmer gehauen. Du hast trotzdem alle Artefakte? Nee, alle Artefakte, aber ich kannte die geheime Sprache. Wollen wir dann morgen mal versuchen, in den Tempel-Dings da zu gehen? Was in den Tempel? Tempel-Dings in der Wüste, in die Mine. Können wir machen, dort war ich aber zum Beispiel nie. Naja gut, aber irgendwas müssen wir ja immer machen. Ich gehe morgen in die normale Höhle und ich gehe morgen erstmal Geoden aufbrechen. Wir haben so viel davon, wir haben 16 von denen, 10, 30 von denen. Aber einmal wäre halt schon cool nochmal in der Wüste irgendwie. Ja, dann machen wir es am 20. Am 21. Oh, Alter. Okay, ich bin wieder fertig. 20. Ich bin schon wieder fertig. Ich probiere gerade Sachen durch hier. Beim Dings? Nö, ich will meine Sachen neu einrichten, mein Haus. Oh, das sieht auch schick aus. Ich denke, dir gefällt deine Einrichtung so. Kann man trotzdem immer mal ändern, oder? Solange es kostenlos ist, kann man es ja ändern. Kann man doch immer mal ändern. Das stimmt, ich bin so ein Gewohnheitsmensch. Ich muss mir das mal bei Wiki mit dem Baby durchlesen, ob das jetzt echt 9 Monate braucht. Das dauert jetzt halt ein bisschen. Also logisch wäre es eigentlich schon, weil das Spiel baut vieles auf logischen Inhalten auf. Das baut auf Logik auf? Das ist ja ein Kackspiel. Ihr Spiel baut denn auf Logik auf? Oh, da wäre ich fast zu spät gekommen in mein Bettchen. Aber ich hätte bei Felix gepennt. Auch okay gewesen. Hätten wir einen Dreier gemacht. Ich habe noch ein Artefakt gefunden. Ich leg dir das zu den Geoden. Geil. Also, es wird in Zukunft ein richtig geiles Zeug geben, wenn wir das schaffen. Was jetzt schaffen? Die Hexe oder die Mine? Wenn wir das mit dem Goblin und mit der Geheimtinte schaffen, dann wird das richtig geiles Zeug kriegen. Schaffen wir schon. Allerdings verhehle ich nicht, dass wir dafür sehr viel Iridium dann brauchen werden. Verhehle ich nicht? Aus welchem Jahrhundert entstammet ihr denn? Wenn ihr nicht verhehlen wollt. Felix hat manchmal solche Anwandlungen, wo er lustige alte deutsche Worte benutzt. Ja, eloquent. Ja, es dauert keine 9 Monate, aber es dauert vielleicht so ein entsprechend müssen es 3 Jahreszeiten dauern eigentlich, also, oder? 9 Monate wären 3 Jahreszeiten. Also selbst bei Euro Truck Simulator, ach stimmt, ja genau.
Das habe ich übrigens geschenkt bekommen von Chris, ne? Ja, ich echt auch eigentlich. Zu wie viel kann man das denn eigentlich spielen? So viele, wie du wie auf den Server passen. Zu 4000. 4000. Wir könnten noch mal dem Chris einen Gefallen tun und mal alle ein Stündchen Euro Truck Simulator bei dann ihm spielen. Dann müsst ihr aber mindestens erstmal ein paar Level anspielen, weil sonst habt ihr einen so langsamen Truck. Yumi, lass uns beide Noobs doch mal zusammen Euro Truck Simulator irgendwie spielen, wenn wir mal Zeit haben. Aber wir müssen den Chris mitnehmen, das wäre sonst unfair. Jetzt hab ich was soll verkennt. Ich euch noch Farming Simulator schenken? Nee. Nee. Also ein Simulator reicht mir. Aber ja, ich meine nur, also wir können natürlich auch gerne Chris kann mitmachen. Wir sind halt nur die absoluten Anfänger. Deswegen weiß ich nicht, wie sinnvoll das für ihn ist, mitzumachen. Wir können ihn ja mal fragen. Genau. Vielleicht will er uns auch einfach nur zusehen, kann ja auch sein. Ich könnte es euch zeigen. Brauchen wir aber lange, brauchen wir viele, viele schöne Themen für dieses Spiel. Ihr braucht aber auch vor allen Dingen, kann ich euch gleich sagen, ihr müsst euer Profil bei Steam öffentlich machen, sonst können wir nicht im Multiplayer miteinander spielen. Also für die Zeit, mein wo Profil ihr... Profil ist öffentlich. Meinst du auch öffentlich? Und ihr müsst es dann halt mit dem jeweiligen verbinden. Kannst du jetzt nochmal bei mir reingucken, ob jetzt mein Interieur schöner ist für dich? Nee, ich bin jetzt schon in der Mine. Ja. Okay. Kira liegt gerade auf mir und kuschelt. Ich farme noch Steine für uns, falls wir doch dann morgen gehen. Wisst ihr, ich habe mir heute auch überlegt, wenn ich irgendwann mal endlich arbeite, ich glaube, und das einrichten kann, würde ich mir, glaube ich, einen Hund kaufen. Jetzt so im Real Life? Ja, tatsächlich, weil ich Hunde übelst gern mag und lieben gern meinen Hund haben will. Dann solltest du dir aber keinen Hund kaufen, wenn du arbeiten gehst. Benni, was holst du? Wenn ich es mit meiner Arbeit einrichten kann. Gut. Was würdest du dir für einen Hund holen? Keine Ahnung, wahrscheinlich einen aus dem Tierheim als erstes. Nee, och, welche Rasse. Ja, das kann ich beim Tierheim nicht so gut aussuchen. Ach so. Deswegen habe ich gesagt, aus dem Tierheim. Wenn das Teil da lange Haare haben soll, dann werde ich dich... Also gut, ich besuche dich jetzt schon ziemlich wenig, aber dann werde ich dich noch weniger besuchen. Hä, aber du hast doch eine Katze. Warum hast du nur Hundehaare? Ich habe eine Hundehaarallergie. Okay, ja. Ich wusste, bei Katzen ist es ja auch... Katzen ist es ja auch eher nicht die Haare, sondern die Spucke an den Haaren, die man normalerweise allergisch ist. Trotzdem nennt man es ja lustigerweise Katzenhaarallergie. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein Unterschied. Tatsächlich würde ich, üblicherweise würde ich mir wahrscheinlich keinen ewig langhaarigen Hund holen. Ich mag zum Beispiel die kurzhaarigen Labradore, die braunen sehr gerne vom Aussehen her. Ja, kurzhaarig geht lustigerweise. Labradore sind die. Ich weiß nicht, ob ihr dann ein Bild vor Augen habt. Es gibt so wirklich so richtig haselnussbraune Labradore mit kurzen Haaren. Die finde ich übelst schön. Der von Lycos. Ich hab keine Ahnung, wer Lycos ist. Oh, das war früher eine Website, Benny. Ja, hab ich keine Ahnung, hab ich nie benutzt. Echt jetzt? Ich kenne den Namen, aber ich hab nicht mal ein Bild vor Augen, wie die Website aussah. Das war oder die Standard-Website von meinem Vater, die Stadt-Website. Ja, ich hab schon damals Google benutzt wahrscheinlich. Google gab's erst ab. Kann mal jemand bitte schnell gucken? Also ich hab, glaube ich. Also wenn, habe ich die AOL-Webs wohl dann benutzt. Ich vorher. Da war noch AOL und Freenet und so Sachen. Also ja, wir hatten AOL, deswegen habe ich wenn dann die AOL-Suche benutzt. Nee, wir haben viel Lycos benutzt. Am besten fand ich, wo einer gesagt hat, ich kann kein Internet mehr installieren und du siehst den Bildschirm mit irgendwie 70 Verknüpfungen von AOL. ich kann Internet nicht installieren, ist halt so super. Das ist schon top. Na, top of the line. Na, Kira? Warum gibt mir eigentlich nicht jeder Stein einen Stein? Wir können die nächsten Tage viel kuscheln, Kira. Ich müsste eigentlich eine Etage tiefer gehen, oder muss ich immer noch Kohlewesen farmen? Kohlewesen? Wofür muss ich denn Kohlewesen farmen? Das habe ich hier schon dreimal erklärt. Für die Quest vom Abenteuerclub. Erklärt. Achso. Achso. Habe ich noch nicht reingeguckt, was da meine Quest zum Abenteuerclub sind. Das ist eine Standardantwort dazu, ja. Aber ich habe auch wirklich nicht reingeguckt. Das ist echt witzig. Du fragst mich fast jeden Stream von mir, warum musst du den Kohlewesen streamen? Und ich sage, ja, wegen dem Quest von dem Abenteuerclub. Und dann sagst du mir, ja, das habe ich mir noch nicht angeguckt. Ja, vielleicht sollte ich mir das mal angucken. Das ist die neue Standardantwort. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was da rauskommt, aber ich will es einfach machen. Ich weiß auch nie, was da rauskommt. Also das habe ich auch noch nie gemacht. Also man kriegt für also es ist ja für jedes Viech irgendwie, gibt es dann halt so eine Anzahl, die man getötet haben muss. Und dann kriegt man für jedes halt irgendwie noch so einen Gegenstand. Ein Schwert oder irgendwie sowas, ja.
Manche bringen halt irgendwie gar nichts und andere bringen halt irgendwie vielleicht schon was, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was was bringt. Aber das ist auch nicht schlimm, ich mach's trotzdem. Ich muss ja sowieso noch irgendwie Level 10 mit Kampf erreichen. Boah, 26 kalte Geoden oder so habt ihr hier gefunden. Ich habe noch ein paar mehr Geoden tatsächlich. Das bin ich, weil ich ja hier immer im Winter rumrenne. Au, die werfen ja mit Knochen. Wo bist du gerade? Du bist auch gerade auf der Schädelhölle oder was? Eisebene. Nee, auf der Eisebene, ja. 77 bin ich. Ah ja, bist höher als ich. Ich bin 75 reingegangen. Also niedriger. Ich bin 40. Was nur, niedriger oder höher? Ja, niedriger. Tiefer. Tiefer, genau, aber höher. Tiefer. Das ist gerade richtig. Tiefer. Oh, ich weiß schon, wie Felix doch irgendwie befreundet bin, weil wir doch einen gleichen Humor haben, die gleichen Idee. I don't make you a sandwich. At least with peanut butter and marmalade. Peanut butter, chili time. So, Staubkreise 323, muss immer noch. Da gab's früher mal ein Lied von Blaulicht. Tiefer, oh komm, besorg's mir. Das war mein Einstieg in die EDM. Das kenne ich nicht. Ich kenne aber Blaulicht auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das kennen will. Das ist einfach bloß ein Lied, wo einer die ganze Zeit so... Tiefer singt. Ja, genau. Geil. Hyper auf Deutsch. Ja, und oh komm, besorg's mir. Und das war cool damals. Also, das war vor allen Dingen so eine kleine CD, also so eine. Ne? Ja, war auch nur ein Lied drauf, oder was? Ja. Dankeschön für den schönen Clip, Olaf. Was denn für ein Clip? Ob ich mir über den ganzen Körper Peanut Butter schmieren möchte. Peanut Butter. It's Peanut Butter Jelly Time. Findet man bei Discord. Ich hab's öffentlich gemacht. Was? Den Clip. Nicht, dass ich mir Peanut Butter über den Körper schmiere. Soll ich mal von Z0R hier dieses Gift da reinmachen? Achso, hier, Ziele für die Monsterjagd. Genau. Muss noch irgendwie über 50 Höhleninsekten machen. Mir hört Ich hab noch fast nichts gemacht. Doch, aber da ist ja nicht viel. Also, was soll ich dazu sagen? Penis. Ich kann eigentlich sagen, was ich will. Nee, Penis kannst du nicht sagen. Nee? Ah. Penis. Peanut. Ja, das hier, was war der Flanders oder so, wo Bart gegen die Scheibe fliegt und so. Wir danken Gott für diesen appetitlichen. So, dann fliegt er gegen Penis. Ja. Sogar mal was ich kenne. Das ist aber doch ein sehr, sehr bekannter Ausschnitt aus Simpsons. Ich hab's auf Discord verlinkt, Olaf. Und das dann Todd und so für diesen appetitlichen Penis. Ja, die Kinder waren da einfach dumm und haben alles wiederholt. Ich sollte aufhören, einfach die letzten Sachen vom Känguru zu wiederholen. Was? Oh. Ich geh erstmal eine Runde baden. Wollte sich nie irgendjemand von euch mal das Känguru anhören? Ja, ich. Nein. Ich wollte mir die Känguru-Chronik noch anhören irgendwann, aber irgendwann halt. Ich bin immer noch an Game of Thrones dran. Wie weit bist du da in den letzten Tagen gekommen? Bei Game of Thrones? Du fragst mich Sachen. Also gar nicht weiter, also kannst du noch eine Weile Stimmt dauern. Nicht, ich habe in den letzten Tagen, ich glaube heute allein, habe ich 1,5 Stunden gehört oder so. Mhm. Und ein Buch ist ungefähr 11-12 Stunden lang. Mhm. Brauch mehr Kohlegeister. Brauch wieder Energie. Noch mehr Kohlegeister. Wir baden einfach ein bisschen hier. Laufen noch ein bisschen woanders hin, damit wir uns Ruhe haben. Was ist denn hier das unten? Gehen hier unten hin zum Baden, würde ich sagen. Ah ja, hier schön. Packen wir uns hier in die Ecke und lehnen uns schön baden. In die Ecke. Ja, ich bin baden. Oh. Ich bin nicht mehr baden, schön seit wir noch zu zweit baden bin. What the fuck? Da hast du dich nicht mehr gewaschen, seitdem du mit mir baden warst. Das ist aber nett lieb von dir. Und ja, das Penisspiel habe ich immer, Freunde von mir immer angeregt, wenn sie betrunken waren. Und bei Fasching. Lumi springt einfach ab und zu an die Wand, damit das Gröbste abbrügelt. Ja, im Real Life halt, ne? Er braucht schon duschen, wenn er Deo hat. Boah, das ist sowas Ekelhaftes. Da gab's mal ein unschönes Bild, wenn's mal schnell gehen muss mit Duschen irgendwie hier für Bres. Oh nee.
Also wirklich, ich habe schon Leute kennengelernt, wo ich mir so dachte, Junge, das ist keine Dusche, das ist eigentlich nur parfümierter Spray. Deodorant heißt eigentlich nichts anderes als der Entstinker. Es entstinkt aber nicht, wenn es übelst stinkt. Ja, aber nee, das habe ich jetzt, das ist unnützes Wissen, das habe ich vor kurzem auf Arbeit gelesen, weil ich Langeweile hatte. Soll er die Bakterien, die stinken im Schweiß neutralisieren, aber das musst du halt vorher drauf machen. Und dann getrocknet hast, dann nützt dir das auch nichts mehr. Vor allen Dingen geht das dann schlecht mit so einem Spray-Ding, sondern viel besser mit den Roll-Ons. Das würde ich so nicht sagen. Würde ich schon sagen, weil dann kriegst du nämlich wirklich auf die Haut und nicht auf die Haarstoppeln oder Haare, die dann davor sind. Okay, als Mann vielleicht, ja. Also Frauen, okay, da keine Haare haben unter den Achseln. Ja, aber du rasierst sie ja als Frau in der Regel. Ja. Trotzdem rasierst du ja nicht es trendet jeden zwar, dass Tag, man oder? Nicht mehr rasiert, aber. Als Mann rasierst du dir die Haare da unten hoch. Das kommt nur Mann an. Findest du es auch schicker, wenn sie rasiert sind beim Mann? Aber jetzt mal die Frage: eigentlich. Meine Katze rastet gerade aus. Rasierst du das in jeden Tag oder was? Naja, schon regelmäßig. Ja, aber trotzdem, wenn du es nicht jeden Tag machst, hast du trotzdem das Problem. Warum ist ja eigentlich Käse in der. Ziegenkäse und Magma. Nee, Magma hier nicht richtig. Warum ist ja Käse in der Erztruhe? Was macht ihr eigentlich falsch? Das könnte sein, dass das meine Schuld ist. Oh Gott. Ja, die Leute, die mit der Dunstwolke um sich rumlaufen. Ey, und kleine Jungs, die Männerparfüm benutzen. Das ist auch furchtbar. Das machen, glaube ich, eh die Eltern, finde ich. Nee. Also, kleine Jungs meine ich schon so 14-Jährige. Ach so. Ich saß vom. Das sind für mich halt keine kleinen Jungs mehr. Sorry, kleine Jungs sind vielleicht bis 10. Mal ja, von mir aus 12 oder 13, sowas hier gegen drum. Ich hab im Sommer habe ich in der S-Bahn gesessen und hab so an meinem Handy rumgetappt und hat sich halt so ein Typ mir gegenübergesetzt. Und ich so, oh Gott, riecht der gut. Alter, riecht der geil. Ich fand den extrem sexy, den Geruch. Und dann gucke ich hoch und da hockt dann so ein 12-Jähriger, weißt du? Also, es geht einfach nicht. Die können nicht diese Pheromone auftragen. Ich glaube nicht, dass das Pheromone waren in dem Fall. Also, die zumindest nicht noch fühlen. Ich kann 12 für mich nicht sexuell anziehen, ich bitte dich. Wieso? Wenn er geschlechtsreif ist? Warum nicht? Der war nicht geschlechtsreif. Woher wusstest du, dass er 12 war? Weil er so aussah, der war 3 Köpfe kleiner als ich und hat noch voll das Bubi-Gesicht gehabt. Wenn ich mich rasiere, habe ich auch das Bubi-Gesicht und brauche Perser, um Kippen zu holen. Und mit einer Garantie von 100% siehst du nicht aus wie 12, selbst wenn du rasiert bist. Also wenn ich rasiert bin im Gesicht, muss ich immer ein Perser zeigen im Kaufland. Okay. Vielleicht doch. Gehen wir jetzt morgen in die Mine? Keine Ahnung. Ich dachte ins Kaufland. Wir können morgen ins Kaufland gehen. Ja, wenn wir morgen nicht in die Wüste gehen, dann gehen wir Lumi, gar nicht. Wolltest du jetzt nicht nochmal bei mir gucken, ob es jetzt schöner ist? Ach so. Musst ja nicht. Ist halt meine Bude. Kannst auch weggelassen. Bin schon auf dem Weg. So viel hat sich gar nicht geändert tatsächlich. Warst du neben mir oder unter mir? Überall. Um dich rum. Da. Okay, der Boden ist immer noch grauenhaft. Ey, der Boden ist voll toll. Das ist Bambusboden. Bist du... Die Wandfarbe ist ganz nett. Kulturbanause, also Bambusboden ist der beste Boden. Den würde ich mir tatsächlich, wenn ich das Geld hätte, auch in meine Wohnung legen. Bambusboden. Ganz nett. Ja, so geflochtene Bambusmatten. Wäre mega geil. Ich meine, was Lumi gesagt hatte, ganz nett. Wenn das eine Frau sagt, dann würde ich in Deckung gehen. Ja, nee. Aber das ist so... Du hast die gleiche Wandfarbe jetzt wie ich. Toll. Geil. Nachmacher. Ich hab da nicht geguckt. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Aber tatsächlich... Wenn ich das Geld hätte, würde ich mir Bambusboden wirklich hinlegen, weil der ist im Winter warm und im Sommer kühl. Okay, das heißt, irgendjemand muss noch schlafen gehen, gell? Ja, ich. Also was jetzt morgen, Mine oder nicht Mine? Mine. Dann würde ich dann mit dem Minenversuch auch den Tagesabschluss machen für heute, den Streamabschluss. Das war mir klar, deswegen frage ich ja noch ein letztes Mal Mine an. Mal sehen, ob ich das noch schaffe. Ich glaube, ich muss zu Lumi. Ach, schon wieder. Ja. 3, 2, 1. Ah, fuck. Und vorbei. Too late. Du bist nicht noch die Tür reingekommen. Ja. Ich hab's bis Kasten geschafft. So, haben wir jetzt eigentlich noch. Hat sich eigentlich irgendjemand um das Gewächshaus gekümmert? Letzte Nacht hat Haley euer Kind zur Welt gebracht. Es ist ein Mädchen. Ein Mädchen! Wie wollen wir es nennen? Steinmädchen.
Ist dein Mädchen hier. Ja. Vorschläge machen. Kannst so lange auf Random drücken, bis und wir sagen Stopp. Und dann musst du das nehmen. Nein. Kann man die gedrückt halten? Nee, ich glaube, du musst immer wieder klicken. Gib ihm einen schönen Namen. Stopp. Haba. Nee. Nee. Kannst du gleich Hasi nennen. Lumi? Stopp. Kreffe. Was? Ach komm, Kreffe. Schatz, das ist doch kein Name. Wie soll ich das Kind hier nennen? Ist ein Mädel. Chantal, okay. Chantal. Wir haben jetzt Chantal in unserem Am Tal. Am besten noch Jacqueline und so schreiben, wie man spricht. Machst du dann die zweite, das zweite Mädchen heißt. Aber wenn du Jacqueline sagst, ist es ja richtig. Jacqueline, das wurde wirklich mal beim Standesamt zugelassen mit SCH. Okay, das... Oh. Also das meintest man so, wie man es spricht. Okay, das so extrem habe ich das nicht verstanden. Arme, arme Kind, ey. Alles ja. ist gut gelaufen und jetzt ist Chantal ein Teil unserer Familie. Wir haben wirklich Glück. Naja, da redet man nochmal drüber. Die Königin der Soßen gibt was Neues. Ja. Was gibt's denn heute? Bruschetta! Du hörst mir ja nicht zu. Wo ist er denn, die kleine Chantal? Guck mal hier, die Lumi sprintet erstmal rein. Oh, wie süß, Chantal schläft. Oh, knuffelig. Gibt sie blonde Haare wie deine Frau? Mhm. Was? Die hat bis jetzt noch Glatze, die sieht aus wie Krillin. Kleines Würmchen. Ich stehe die jetzt. Benni, hast du dir eigentlich mal bei Netflix Dragon Ball Z angeguckt? Warum soll ich bei Netflix Dragon Ball Z angucken? Ne, weil das da Resurrection F gibt, da erwecken die. Den Realfilm habe ich mir nicht angeguckt und das finde ich auch dumm anzugucken. Nein, Resurrection F ist ein Anime-Film, der nach Dragon Ball Z spielt. Ach, Moment mal, ist das nicht das, mit, wo der komische Gott auf die Erde kommt? Nee, und das ist das vorher, das ist das, weiß gar nicht. Also ich habe irgendeinen Film gesehen von Dragon Ball Z, wo Vegeta hier zu dem blauen Saiyajin wird. Genau, das ist wenn dann der Dings kommt, der... Verus der Gott, und genau. Dann gibt es auch nochmal einen zweiten Film, den Resurrection X, FF, da XF, kommt dann, DBZ, da kommt, da AKF. Da nehmen sie Freezer wieder. Nee, hab ich nicht gesehen. Ja, den gibt's bei Netflix, der ist ziemlich cool, ich hab den angefangen. Das ist im Übrigen, wenn du Dragon Ball Super gucken willst, wichtig. Die ersten 20 Folgen von Dragon Ball Super sind diese beiden Filme. Hat sich Rebert richtig viel Arbeit gemacht mit dem Film. Nee, das sehen wir ja zuerst da. Die haben sich mit Super richtig viel Arbeit oder gemacht. Oder so. What the fuck? Im Übrigen ist das bei den Dragon Ball Filmen immer so. Die ersten drei Dragon Ball Filme, nicht Dragon Ball Z, erzählen auch die Geschichte von der Serie nochmal neu. Lumi, hier ist übrigens dein Hut jetzt in der Truhe, ne? Ich will keinen Hut, ich bin mit der... Nee, nimm doch mal den Hut. Du wolltest doch hier einen Cowboy-Hut aufsetzen. Du wolltest unbedingt, dass ich den hab. Ich will ihn nicht. Du hast gesagt, wir wollen das Cowboy-Hut. Habt ihr was als Essen dabei? Ich hab jetzt, was hab ich denn jetzt? Würzige Aal habe ich. Glück und Geschwindigkeit. Und ich nehme jetzt nochmal hier, ich habe jetzt 99 Steine dabei. Was ist denn da drin, Essen? Warum nur 99? Achso. Weil jeder von uns welche mitnimmt, weil wenn wir dann Löcher runterfallen, dann können wir... Wir haben nicht mehr so viele Steine, wir müssen die besser aufteilen, weil ich habe gerade 999 genommen, es sind noch 32. Naja, dann setzt ihr die Treppen ganz einfach. Ja, aber wenn du runterfällst musst. Du musst ja aufholen, warte, ich setz dir welche hier in die Truhe hier. Weil deine ist ja gerade blockiert. Ich hab Bomben mitgenommen, ich hab Megabomben mitgenommen, ja. Hier, Felix, sind 300 Scheine jetzt. Dann müssen wir mal los. Ja, könnt ja schon mal los. Man muss ja direkt Scheine verwenden, um aufzuholen. Na gut, okay, du siehst ja unsere Treppen. Ben, bist du schon drüben? Ja. Komm schon. Brumm, 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 brumm. Ja, naja, wir sind top vorbereitet, ich merke das schon. Ach, hier, die Kirschbaum. Oh, hier ist direkt ein Eingang, der weitergeht. Sehr schön. Komm zu dir. Bin schon in Ebene 2. Aber die ganzen Energietoniken fehlen, habt ihr die eingepackt oder was? Nö, ich nicht. Nee. Achtung, bei Ebene 2 ist direkt ein großer Schleim beim Ausgang. Ja, ich sehe schon, ja. Hast du jetzt eigentlich auch eine Iridium, ja, ne? Ja. Ich bin der Angel, ne? Hier geht's runter. Yay!
Wo ist Felix? Komm direkt ein Viech, komm direkt ein Viech. Ganz ich hab Tony direkt schon weg. Die sind rechts in der Minentruhe, ne? Wahrscheinlich rechts in der Minentruhe, ja. Also da hab ich's noch gar nicht gesehen, gerade. Oh oh. Ja. Viech, Bombe, Hilfe. Nimm dich König, Moment, damit ihr noch lebt. Habt ihr ein bisschen zu essen mit? Ich hab zu essen mit. So, ich fahr da mal los. Ihr habt schon vorgearbeitet. Nom, 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 nom. Leider nicht so viel wie nötig gewesen wäre, aber gut. Wir sind schon wieder echt spät dran. Ich glaube, das wird wieder eine. Das sind die Geister. Ja, nicht so negativ. Ich mir hinterher zu rennen. Ich bin doch extra weggegangen, damit du da kloppen kannst. Ich wollte, damit wir hier zusammen sind und damit wir uns gegenseitig helfen. Ja, aber doch nicht immer auf die gleichen Steine einkloppen. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Du kannst einfach auf den Stein neben mir einkloppen und nicht auf den, auf den ich dir auch einkloppe. Könnt ihr einfach auf euch einkloppen? Klopp gleich auf dich ein, Felix. Auf dem Kohle. Das kann doch echt nicht wahr sein, ey. In welcher Ebene seid ihr? Hier bin ich gerade. Geil. Hm. Hier geht's runter. Komm mal. Ich würde es ja fast abbrechen. Jetzt sind wir schon dabei, jetzt können wir auch noch mal ein paar Steine fahren. Direkt noch weiter runter. Ja, hier geht's weiter runter. Oh, oh. Und wenn wir jetzt noch drei Löcher finden, dann passt das. Hier geht's wieder runter. Jetzt läuft. Jetzt wo Felix da ist, vielleicht hast du Glück. Hier geht's runter. Geht's direkt nochmal runter. Coming. Vielleicht habe ich wirklich Glück. Bringst du uns Glück hier? In deinem Hut wahrscheinlich. Das ist der Glückshut. Vielleicht habe ich kein Glück und bringe dadurch Glück. Das macht keinen Sinn. Das ist real. Das macht keinen Sinn. Fällt mir ein, ich habe übrigens schon mal ein bisschen Euro Truck Simulator gespielt, nur glaube ich nicht im Multiplayer. Achso, ja, ich habe das mal per Family Sharing von deinem Account probiert. Hier geht's runter. Kannst du nicht Family Sharing einrichten, damit ich Dings spielen kann? Ableit? Ja, können wir machen. Ja. Können wir auch nach dem Stream noch machen? Ich weiß nicht, ob du hast danach mal weiter gestreamt. Nee, ich glaube heute nicht. Hier geht's weiter. Hier geht's runter. Oh, ganz knapp, bevor sie ein Viech direkt kommt. Weiter. Kommt ein Viech. Runter. Oh, super, das Vieh trifft mich halt nochmal, weil ich am Stein festhänge. Yeah. Ja. Ist mal was. Lass ja mal einen Ton. Zu ölen. Und meine Geschwindigkeit. Okay, oder? Irgendwann müssen wir es nochmal auf die Scheißebene 100 schaffen. Immerhin habe ich jetzt Minenarbeit schon Stufe 10, ja. Ich nicht. Okay, wir laufen gerade ein bisschen unkoordiniert rum. Hier gibt's Kohle drin. Oder auch nicht, doch. Doch, ich hab das aber schon rausgeholt. Hier, bei mir. Mhm. Das passt direkt am Anfang, schön. Erstmal die halbe Mine abgefarmt. Ja, wir sind die. Ja, schubst du mir. Ping-Pong. Danke für nix. Komm her, du Scheißteil. Dieser Ausdruck hier. Hier, Loch. Tschüss. Loch. 5 bin ich runtergefallen. Oh, das habe ich aber noch gehittet. Ich bin 7. Oder muss ich auch vorne? Ich baue jetzt hier eine für Dings bei Ebene 7. Ich muss erst mal was essen. Violetten Pilz. Toll, da ist direkt so ein Viech, wenn du runterkommst auf Ebene 7. Ich bin schon beim... Wo bist du? Welche Ebene? 8. Ich bin jetzt bei 18, ne? Also 21. Es geht richtig gut voran quasi. Ja, kann ich auch. Hallo. Ja, guck mal. Hallo, Missy. Schön, dass du ein Dinosaurier-Ei gefunden hast. Und hallo ist überflüssig, du hier fahren. Moment mal, ein Dinosaurier-Ei bei Stardew Valley? Schon was verpasst? Ja, das war voll krass. Mhm. Doch, haben wir doch auch mal gefunden, oder? Ein Dinosaurier-Ei? Ja. Kann mich nicht dran erinnern. Ja. Loch! Komm mal. 8 Ebenen. Ich bin da gar nicht 9. In der anderen Ebene nach unten. 9. Ja, warte, ich bin ja noch gar nicht gesprungen, also. Fällt mal. Das Vieh kommt wieder. Ja gut, wenn jetzt. Du kannst jetzt eins bauen, wenn dann bist du bei mir.
Ich habe hier Haufen Gegner, also ich weiß nicht, wo ihr das Loch sofort gefunden habt. Wo bist du denn? Auf Ebene 22. Wir sind aber auf einer Ebene 31. Naja, aber ihr seid ja schon in das Loch gesprungen. Wo war denn das Loch? Links direkt oben, am relativ am Anfang, ja. Also hier ist kein Loch mehr. Geh mal, das geht Richtung ja nicht anfangen. Zu. Ah, dort. Ich hab's übersehen. Das geht ja nicht zu, das Loch. Also. Wo bist du jetzt? Bei dir. 6 Ebenen heruntergefallen. Yes, Leute. Okay, dann musst du noch ein paar runter. Gesundheit. Ab 8 Ebenen gibt's ja ein Loch vom... Ja, da gibt's eine Leiter direkt. Ja, dann gut mal. Viel Erfolg, Missy. Sie brütet jetzt das Ding auch hier Ei aus? Ja, scheinbar. Wenn man nicht ausgebrütet. Man kann das ausbrüten. Hier ist wieder ein Loch. Guck mal. Perfekt, ich komme. Da. Ja. 3 Ebenen. Bis 35. Okay, warte, dann baue ich gleich eine Treppe. Du kannst ja schon mal suchen. Ich muss hier erstmal den Viech erledigen. Bin schon dabei. Welche Ebene seid ihr vorher gewesen, bevor ihr reingesprungen seid? 31, glaube ich. 31, ja. Okay, ich bin jetzt auch 35. Und hier ganz hinten geht es übrigens direkt weiter runter. Mich nervt hier noch so ein Schleimviech. Hab ich umgangen. Bäh. Welcher Ebene seid ihr momentan? 36. 36 ist Ben, ich bin auch gleich da. Ich bin 38. Okay. Achtung. Oh, scheiße, ey, das gibt's nicht. Diese unten in Ebene 38 sind 3 Viecher von den Grünen. Ja, dann brauchen wir es eigentlich nicht mehr beeilen, um zu dir zu kommen. Wenn du jetzt. Nee. Wir gehen aber trotzdem weiter runter, Lumi. Ich hab jetzt auch noch eine Treppe gebaut, also wir können dann gleich. Schon wieder eine Notfall. Aber hier gibt's Iridium. Na, ja, dann. Gönn dir. Ja, hättest vielleicht mitmachen können. Entschuldigung. Ich dachte, du kommst mit runter, hier ist auch ein Loch. Muss ich hier gegen 3 Mumien und Skelette gleichzeitig... Entschuldigung, ich dachte, du gehst mit runter. Ich konnte nicht ahnen, dass du dann... Hilfe! Scheiße, ich sterb hier. Wolltest du Iridium haben? Ich will nicht aufgeben. Ich will was essen. Hilfe! Also ich habe noch alle Energietoniken. Es war halb so schlimm. Ich habe noch mein Schwert und mein... Warum sind diese Energietoniken gegessen, ey? Hm? Das ist eins von den Energietoniken essen sollen. Naja, bevor ich da runtergehe, ja, vielleicht. Ich bin 2-mal durch den Slime gelaufen, das war etwas sehr selbstlos. Selbstlos nennt man das heutzutage. Ich finde das ja dumm, aber. Darwin hat geschmunzelt. So. Ja, das ist wieder ein Loch. Scheiße, das ist ein lebendes Viech. Das ist kein Iridium, das ist ein lebendes Viech. Läuft bei dir. Eis essen! Hä? Bestimmt Eis hätte ich mitnehmen können. Da war nicht mehr viel, da waren nur noch 10 Eis oder 15 Eis. Ja, dann muss Benny im nächsten Sommer mal wieder ein bisschen Eis holen. Bin 5 hinuntergefallen. Wo bist du jetzt? Welche Ebene? Ich bin jetzt 42, wo bist du? Ich bin 43. Okay, warte, dann baue ich den. Und hier ist aber nur Schleims! Auch eine Treppe, ich komm zu dir. Ich würde auch gerne eine Treppe bauen, aber dazu komme ich nicht. Die Schleims sind zu schnell. Hier sind wirklich nur Schleims. Kannst du eine Treppe bauen, bevor du hier runterkommst? Scheiße. Nee, es war zu spät, warte, ich baue eine. Ich lock sie von dir weg. Okay, Moment. Baut. Irgendwann steinige ich jemanden von euch. Warum? Wieso? Gefrorene Geoden in der Ausrüstungskiste. Sagt wo. Sagt. Ja, ich sag mal so, wir packen alle unsere Sachen an die falsche Stelle, also. Das war ich aber nicht. Deswegen hat Benny so einlenkend geredet. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das gemacht habe, aber kann sehr natürlich auch mal passieren. Ich will niemand steinigen. Noch mehr Iridium! Yay! Kommt euch da, ich nehme Iridium mit. Free Iridium! Oh Scheiße, ihr kommt direkt so Viecher, ich lenke sie ein bisschen weg vom Eingang. Das wäre nett, danke. Achso, die Viecher. Das meinte ich. Das sind ja ein bisschen viele. Das sind ein bisschen viele, Die haben sich ein bisschen festgebackt da hinten, ne? Ich suche hier schon mal unter Untergang. Unseren Untergang. Mach mal. Was war denn bisher unser Rekord? Irgendwas um die 50 oder so, glaube ich, ja. Jetzt kriegen wir ja wenigstens unseren Rekord hin. Kann ich nicht lassen, ich muss mich konzentrieren.
Während ihr da seid, verkaufe ich ein bisschen was vom Hof. Ihr seid ja eh gerade nicht da. Schweinchen werden nicht verkauft. Hm, was? Schweinchen werden nicht verkauft. Wie geht's runter? Kauf keine Schweine. Oh Scheiße, da kommt direkt ein Viech, da kommt direkt ein Viech, da kommt direkt ein Viech. 22.20 by the way. Ja, bis 0 geht. Ab dann wird's kritisch. Oh, warte, man könnte in die Mitte mal eine Bombe legen, geh mal weg. Das ist ein Buschwild. Oh. Oh, da kommt ja auch eins. Irgendwie trifft das trotzdem, obwohl das nicht bei mir dran war. Mich hat's ziemlich übel angehauen. Erstmal nur eine Algensuppe. Nom nom nom, Algensuppe. Hm. Geht's nicht runter? Nope. Ätzend. Wir sollten wenigstens die Steine. Da hinten geht's runter. Das ist schon offen. Oh, nochmal Free Iridium. Und. Oh, ja, nicht Free Iridium. Aber kann man die nicht auch zerstören? Und ja, dann? Klar, kannst du zaubern, da gibt's auch noch Iridium. Guck mal. Ich würde aber trotzdem eigentlich nur noch ein, zwei Ebenen maximal machen. Ja. Wir müssen ja noch mit dem Bus zurück. Domi, ich will nicht einschlafen außerhalb. Dann geh halt. Geh halt. Oh Scheiße, ich sterb hier eh. Komm, wir gehen raus. Komm, wir machen das Iridium noch. Lumi, du hast die Kokosnuss noch nie abgegeben, oder? Was? Da. Du hast die Kokosnuss noch nicht. Hab ich noch nicht. Glaube ich nicht. So, also beim nächsten Mal werden wir ein bisschen mehr Geld verdienen. Also ich bin gut durchgekommen. Immer, ja. Mit was? Also eigentlich so schlecht war es gar nicht insgesamt. Nee, so schlecht war es auch nicht. Und Steine habe ich fast genauso viele wie vorhin. Habe ich nicht nachgeguckt. Jetzt vielleicht 90 weniger. Also mit 4, 5, aber du bist ja häufig tief gefallen. Ich musste ein paar von den Dingern bauen. Ein paar habe ich auch gebaut tatsächlich. Was sind meine Steine? Immer so eine. Wir haben eigentlich gar nicht mehr so viel weniger gebaut, weil du ja auch zum Teil dann... Also Felix war am tiefsten, dann habe ich eine gebaut und du hast eine gebaut, um zu mir zu kommen oder so. Ich bin mal im Bett. Bin mal im Bett, sagt sie und verzieht sich direkt. Schläft, ja. Hat mein Inventar ein bisschen entleert. Ich hab mal ein bisschen was verkauft. Mach das. Wegwart. Auf geht's ins Bettchen. Wir sind alle müde, ich bin tatsächlich übelst müde. Ich war heute morgen endlich mal wieder beim Sport und häng da den ganzen Tag. Noch ETS spielen? Nee, nicht heute. Wie gesagt, so generell mal. Minenarbeitsstufe 6! Oh! Ich muss mich an Unikram setzen. Das ist heute noch der Deal. Ich habe jetzt das erreicht, was Lumi schon vor mir erreicht hat, obwohl ich mehr in der Mine war. Guck mal, in 8000. Warum hast denn du das Essen verkauft? Ich hab kein Essen reingeschossen. Doch, würziger Aal wurde auch verkauft. Ja, ich hab ihn mal. Ja, Er hat nur gefragt, warum. Na, ich sag ja, toll. Ich frag mich nur, warum. Ich hate schon. Aber der Trüffel hat 14 Stück, hat 13.000 gebracht.